Ja, herzlich willkommen zu der zweiten Veranstaltung des heutigen Tages. Ich stelle mich mal kurz selbst vor. Ich heiße Ulrike Herrmann und bin im normalen Leben Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung TAZ hier in Berlin. Sie kennen schon das Prinzip. Ich glaube, die meisten waren ja schon vorhin hier. Achso, okay. Die Veranstaltung wird simultan übersetzt. Zwei unserer Gäste werden Englisch sprechen, der Rest Deutsch. Jeder spricht in seiner eigenen Sprache. Wer jetzt noch kein Wer noch kein Übersetzungsgerät hat, das gibt es da hinten. Ich stelle Ihnen mal kurz die Teilnehmer dieses Podiums vor. Neben mir sitzt Roger Bootle. Er ist Managing Director of Capital Economics. Das ist eine Beratungsfirma, die sich auf volkswirtschaftliche Analysen spezialisiert hat, sitzt in England. Er glaubt, der Euro wird in seiner jetzigen Form nicht überleben und einige Mitgliedsländer werden ausscheiden. Noch härter gesagt, es wird zu einem Nordeuro kommen. Neben hier Esther Fayer, sie ist Professorin für Geld- und Finanzpolitik an der Universität Frankfurt. Sie sagt, ich bin Italienerin und lebe in Deutschland, ich kann also beide Sichtweisen verstehen. Neben ihr, Sie sehen, wir haben hier so eine Art Frauenbank, ist Michaele Schreier. Sie ist ehemalige EU-Kommissarin, gehört der Grünen Partei an und sie sagt, ich zitiere den EZB-Chef Mario Draghi, der Euro ist irreversibel. Sie sehen, es wird genau das, was schon versprochen wurde im Titel, es wird eine kontroverse Diskussion. Und als letztes, ganz links von mir gesehen, Andreas Krautscheid. Er ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands Deutscher Banken. Und er meint, wir haben uns jahrelang in die Tasche gelogen, dass der Euro nichts kostet. Wir machen das jetzt, werden das so machen, dass es zwei kleine Impulsvorträge gibt. Der erste kommt von Roger Bootle. Ihm antwortet dann Esther Fayer. Beide haben versprochen, dass sie nicht länger als 7 Minuten reden. Das war eine Idee der Heinrich-Böll-Stiftung, das genau auf 7 Minuten zu begrenzen, aber ich werde darauf aufpassen. Und danach werden sich Frau Schreier und Herr Krautscheid äußern, und zwar in der Form, dass ich beide kurz interviewe, zu Aspekten, die vielleicht auch in den beiden anderen Vorträgen noch nicht so vorkamen oder dort kontrovers waren. Und dann gibt es eine Diskussion hier auf dem Podium. Ich glaube, dann werden sich schon genug Punkte angestaut haben. Dann sind aber auch Sie dran, denn ich habe ja jetzt vorhin schon in der ersten Runde gemerkt, dass Sie sich alle auch sehr gut bei dem Thema Eurokrise auskennen. Ja, Herr Budel, Sie sind dran mit Ihren 7 Minuten. Well, thank you very much, and thank you for inviting me here. Let me start by apologizing for the fact I'm speaking in English. I assure you, you wouldn't want to be subjected to my German. Now, I will keep to the 7 minutes. I've been asked to address 3 brief questions, and I'll do that in turn. First of all, does the euro prevail in its current form? I don't think it will, at least not with the current membership. The fundamental reason is that all along, monetary union has essentially been a halfway house. That's to say, in order to function properly, monetary union needs to be accompanied by fiscal and political union. Now, this has become almost a trite statement now, but it doesn't make it any the less true. And all of those of us who analysed monetary union 30 and 40 years ago, not all of them British, came to exactly that conclusion, that you had to work out, do you actually want to be in a fiscal and political union with a group of countries that you form a monetary union with?
Now, I don't think that issue was properly put to the European people when the euro was formed. True enough, there are plenty of people who clearly had a political ambition and saw the euro as the foundation stone for a political union in Europe, but that's not quite the way it was explained to the people of Europe. It was put forward as a sort of technical exercise, and it's much more than that. So here we are now, we're stranded in a financial, monetary and economic crisis, partly because the euro was badly designed. Countries were let in that shouldn't have been let in. There should have been a longer period of preparation and so on and so forth. But partly also, quite simply, because here we are now scrambling around in the teeth of a crisis, trying to put together the institutions and the arrangements governing fiscal coordination and political union across 17 different countries according to a timetable set by the markets. You might have thought it would have been a good thing to have worked all that out first, rather than embarking hell for leather on this madcap scheme and then finding yourself in a crisis situation trying somehow or other to patch it all together. The problem is that not all the members of this monetary union are suitable for the depth of integration that's required to make the monetary union, aka the fiscal and political union, work. It's doubtful, I think, whether a full union is feasible for such a large and diverse group of countries as the current membership. So, in essence, this is the question. Do you want to be in a fiscal and political union with all the other members? Are you prepared and able and willing to pool your sovereignty with those countries, to pool your tax receipts, and to receive government expenditure and benefits and so on from some common pool? In some sense or other, that is what is at stake. Now, over and above this, of course, several of the peripheral countries of the Eurozone, Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain, are suffering from a huge loss of competitiveness. This is the pure economic problem. Huge loss of competitiveness, which will take decades to correct from within the euro. What they need and what they would have had if the euro had not been there is a weaker currency. Let me pass quickly to the second question. What are the alternatives to the euro? Well, one alternative would, of course, be a complete return to national currencies. In practice, though, I don't think that such an outcome is either necessary nor desirable. The leading alternative to the euro as currently constituted is the euro as differently constituted. Essentially, I see no reason why Germany can't continue to be in a monetary union with a group of other countries, and indeed to deepen that union fiscally and politically, and those countries are Austria, the Netherlands, I think probably Belgium, Luxembourg, Finland, and possibly France. That's a very interesting question about France, and I will leave that to one side, something you might want to bring up in debate. But with those countries, Germany could form a full union. The other members, current members of the euro, could then go their own way in a separate southern euro, although my own view is that would not be necessary or indeed desirable. Those other countries are so different, one from another, I think they would be better off in having a return to national currencies. The third question I've been asked is, what do I think of the current management of the crisis by the ECB and the Eurozone countries? Well, first of all, I'm full of admiration for the ECB, and in particular for Mario Draghi, who I think has fully justified his nickname Super Mario, another Italian. The ECB is in an impossible situation. The essential problem is political and economic, not financial. But in the absence of radical measures from governments, pressure falls on the ECB to try to hold the euro together. In the end, I don't think it will be able to bear the weight of saving the euro on its own. Mario Draghi's gone about as far as he can, it seems to me, in reconciling the requirements of the weaker peripheral countries who are in very serious financial and economic straits and the die-hard extreme monetarists in Germany, with whom I have more than a little sympathy. The essential problem, I think, here is that Eurozone governments are obsessed with financial questions, whereas over and above the politics, which I've briefly alluded to, the essential issue is economic, not financial.
That's to say, how do you get decent economic growth in the Eurozone? With decent economic growth, the problems are solvable and the Eurozone is salvable. But without decent economic growth, the problems are insoluble and the Euro cannot be saved. Suffice it to say, I see no sign on the horizon of that decent economic growth. Yeah, thank you very much, Mr. Brudel. It was a very controversial statement. I'm sure that we will have a very lively debate. And now, yeah. That was the intention. No, that was the mild exactly. version. I was being. That was the mild version, polite. That's true. Yeah. Moderate. Ja, jetzt haben wir ja zum Glück mit Frau Faya eine Italienerin, die Herr Brudel ja gerne jetzt aus dem Euro rausschmeißen möchte. Was sagen Sie denn dazu? I think I've been invited here. So first of all, thanks for inviting, but I think I've been invited here not because I'm Italian, but because I'm an economist and because of my technical skills and sound background. So I will want to say today, I mean, economists can do, there is a big crisis, and there is also a crisis of economists, which is something I think it's important to state before talking about Europe. An economist, when there is a big crisis, can do three things. I mean, there are the ones that, you know, they are interested just in the advance of science, and they do beautiful models. There are the ones that do forecasts, like Wizard. They can forecast 50 catastrophe, and of course, out of 50 catastrophe, they get one. And there are the ones that believe that economists should have a social role because it's not very useful. I mean, it's like if you go to a doctor and you say, okay, I have the symptom, and the doctor says, well, you have cancer, I think you can die within 2 weeks. Okay, fine, but if you go to a doctor, you probably want to have a solution. So the third group is the one that tries to sit and says, we are here, we are in a currency union, we did it all together. I don't think anybody was forced to share the same money. So we should probably find a solution. Okay, so what I will try to do is to have a little positive, constructive perspective. And because I am a taxpayer in Germany, I work in Germany, I'm a professor in Germany, and I am Italian, and I've been living in several other countries, several years in the United States and in other countries. So I think I have a pretty broad perspective. The other thing I want to say before talking a little bit about the euro, you know, there were many forecasts that the crisis will happen in September. And there are 5 days left, so let's hope that those forecasts are fulfilled. So far, I mean, the people that forecast this, they had the unpleasant news that Mario Draghi managed this. And he didn't manage because he's Italian or because he has different views. I mean, he managed simply because of merit. I mean, the governor of the ECB is chosen, I mean, based on merit. And I advise you to look at his CV. So, and I also want to add that he didn't put any bazooka. He didn't use it. He didn't need to use it. I mean, it was enough what he said. I mean, his credibility and his technical skills were enough so far to say, to avoid the forecast crisis in September. So now let me say, I mean, of course, here the discussion is, shall we break up the euro or shall we not break up the euro? So the status quo is that we are in a currency union. And if we break up the euro, what happens for Germany is that we know already there are some quantifiable costs. Some of them are the money that you put in the SFS, so the money that was lent to Ireland, Portugal, and Greece. The money that is, that was put up front in the target balance. There was a lot of discussion in Germany about target balance. That will be lost. So effectively, the Bundesbank and the entire euro system of central banks had lent some money to the central bank of Greece to capitalize the bank, then money will be lost. And of course, loss in competitiveness, because independently of the appreciation or depreciation ex post of the euro, all the countries that will be in trouble, their income will go down. So basically, there will be a big loss in exports. There are, of course, a number of unquantifiable scenarios. So very often I hear this idea that you can break up the euro area in different areas or different countries. And there is behind this an heroic assumption that overnight you can create different currencies, which I'm afraid
cannot be done. So this was, when people say, when Mario Draghi says this is an irreversible technology, it's not because he believes religiously into that. I think neither I nor Mario Draghi are a religious believer of the euro, nor a religious believer against the euro. The reason is that when you create a currency, you cannot change it overnight. So what happens usually in history, when currency euro break up, what happens is before that, people are rational agents. So before that, there is a movement of liquidity toward the center. And this is already happening now. There is a big movement of liquidity from all the southern European countries toward Germany and Switzerland, much more toward Germany. And in fact, you see this, nobody's talking about this, but there is very big signs of house price bubble. And they are due to the fact that the banks are packed with liquidity. They cannot invest the liquidity in government bonds because they pay too little, and they are investing essentially in mortgages. So, this kind of liquidity is something that you cannot stop. It's just a capital flight. But in the moment in which there will be a breakup, this liquidity will go back, because any Greek will send the money here. In the moment in which there will be, his country will exit, he will have a big return by sending back the money and, buying big properties there. So the same capital flight that was seen in Spain, you can see it here in Germany. And this is something that you cannot stop. Actually, the more we call for a breakup, the more these things will happen. So, and then of course there is a reputational cost. Imagine what the Americans and the British will think if we fail to do this. Okay? So, and I would not leave them the satisfaction to get this. But, this is my own dignity. Now, let me try to advance a few proposals. We know we cannot do the fiscal union up front, and I think we can never do it, because we are different. We have historical differences, and we cannot do it. But we shall not do it. We just need to get guarantees for everybody. And I think the Germans have done, quite much thinking about this. I'm pretty much in... We can discuss the details, but I'm pretty much in favor of the ideas behind the redemption fund for a very simple reason, that this is, so far, the money that Germany had put had basically no guarantee. That one has a guarantee. You can discuss whether you like the guarantee or not. We can discuss for hours about this. But at least it has a guarantee. And so at least it will make sure that the money is going back. The second thing is the banking union. This is a crisis, which means that there is a lot of speculation. There is also a big social problem. So speculation is throughout the world. In the UK and some American banks, they had this big scandals with the LIBOR market. This is about regulation, and regulation should be done everywhere. All politicians are delaying in regulations because, of course, this touches big interest. But this is very important to protect all citizens in Europe against speculation, and this can help to protect the Germans from the big... as I said, in the moment in which some countries will exit, all the capitals that have flown so far in Germany will go back. If you have things like protection of deposits, this will not happen. There will not be big flows of capital. This is just an example. I think, as I said, that the final point is that we should all work together. To make this work, there are many reasons. There are quantifiable costs, there are reputational costs, there are dangers of big liquidity flowing to the center, so nobody is protected against a breakup of the euro area. And I think there are many solutions which can just provide a guarantee against the worst case scenario, so just protect the money that is spent into here without just transferring money from one country to the other, or like the banking union, which can just protect savers in all countries. And this could be just some steps also toward a more coordinated union. Yeah, thank you very much for this very lively input. I think that you mentioned very many important points, which I would now like to somehow deepen in these interviews with Mrs. Schreier and Mr. Krautscheid. Ja, Frau Schreier, wenn
um jetzt mal sozusagen zu Ihnen zu kommen und zu diesen und zu Ihrem Kommentar zu diesen beiden Eingangsstatements. Sie haben ja am Anfang gesagt, oder das ist das, was ich von Ihnen zitiert habe, Sie sind genau wie EZB-Chef Draghi der Meinung, der Euro ist irreversibel. Damit sind Sie ja auf der Seite von Frau Faria und stellen sich eigentlich gegen Herrn Buthel. Warum sind Sie denn der Meinung, dass der Euro... Ja, ich habe das euer Mikro, also ich muss da mehr reinreden. Warum sind Sie denn der Meinung, dass der Euro auf jeden Fall sozusagen komplett gerettet werden muss? Also das ist ja die Frage auch von Ihnen, ob es Alternativen gäbe. So, wenn man irgendwo in einem Hochhaus im 10. Stock ist und wieder runter will, hat man natürlich zwei Alternativen. Man kann die Treppe gehen, den Aufzug nehmen, oder man kann aus dem Fenster springen. Aber die Ergebnisse sind eben völlig unterschiedlich. Und in dem Sinne sage ich, es ist richtig, Maßnahmen zu ergreifen, um die Finanzmarktstabilität wieder zu bekommen. Und warum lohnt es sich auch? Also wir haben ja nicht eine Währung, die irgendwie instabil wäre. Der Euro hat sich durchgesetzt. Der Euro ist in dem Sinne ein gutes Projekt und hat in vielen Ländern, gerade natürlich auch in Deutschland mit der exportorientierten Wirtschaft, mit dazu beigetragen, dass wir positive Wachstumsraten haben und aus der Situation, dass es ein kranker Mann in Europa war, auch wieder was geworden ist. So, also von daher ist es ja, es ist ein ökonomisches Projekt und es ist also ein politisches Projekt. Und da muss ich auch dann dem Ansatz von Herrn Buthel wieder sprechen, weil Herr Buthel auch in seinem Papier deutlich macht, man sollte eine optimale, ökonomisch optimale Währungsunion bilden. Also das europäische Projekt ist mehr als nur ein ökonomisches Projekt. Das muss man immer mit im Kopf haben. So, und dann muss man auch noch mal realisieren, was für eine Krise haben wir. Wir haben eine Finanzmarktkrise. Das war der Auslöser. Die Finanzmarktkrise ist nicht entstanden in der Eurozone. Sie ist in den USA entstanden, also mit einer anderen Währung entstanden. Es gab dann auch in der Eurozone gab es eine massive Kapitalschwemme nach Italien, nach Irland, in die Immobilien herein, in die private Verschuldung herein. Und dann haben ab 2008 gab es dann einen plötzlichen Stopp des Kapitals, das sich wieder zurückgezogen hat. Und jetzt haben wir die Situation, dass es auch zur Überschuldung gekommen ist. Ich sage nicht, es waren irgendwelche bösen Finanzmarktjongleure da am Werk. Nein, sie trafen natürlich auf Situationen, dass wir eine große Überschuldung im öffentlichen Sektor schon hatten und auf die Krise dann reagiert wurde, dass die Verschuldung noch größer wurde. Aber wir müssen jetzt sehen, dass wir mit diesem Problem der Finanzmarktinstabilität fertig werden und da die richtigen Instrumente ergreifen. Und meine Position ist ganz klar, das politische Projekt Europa und auch das politische Projekt Währungsunion und Euro ist zu wichtig, um es von Finanzmärkten kaputt machen zu lassen. Und da sage ich deshalb eben auch, Herr Buthel, die Leute, die Sie beraten haben, darauf zu setzen, dass es einen Break-up der Eurozone geben wird, haben auf die falschen Karten gesetzt und es tut mir nicht mal leid. Ja, aber jetzt, um mal Herrn Buthel ein bisschen in Schutz zu nehmen, sein zentraler Punkt ist doch zu sagen, wir haben hier... I can protect myself perfectly well. Bezweifle ich gar nicht, aber ich mache es trotzdem. Jedenfalls sein Argument ist doch zu sagen, das zentrale Problem ist die Wettbewerbsfähigkeit, Competitiveness. Die Südländer, wenn sie aussteigen würden aus dem Euro, könnten ihre Währung abwerten und hätten dann gleich diesen Vorteil, sozusagen in den Export gehen zu können. Wenn man jetzt im Euro bleibt, wie Sie das ja vorschlagen, wie sollen dann die Südländer zu diesem ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen? Also das ist doch ein mechanistisches Ökonomieverständnis, dass dann direkt, wenn sozusagen die Währung, dann die Drachme im Vergleich zum Euro abgewertet wäre, dass dann schon die Wettbewerbsfähigkeit wieder total vorhanden wäre. Also Griechenland kommt nicht daran vorbei, bestimmte strukturelle Reformen zu machen.
Und meines Erachtens kann es diese strukturellen Reformen besser machen, wenn es in der Eurozone bleibt. Das ist auch der Grund, weshalb die Leute dafür stimmen. Und die Schulden von Griechenland blieben ja. Sie wären in Euro faktoriert und sie müssten entsprechend dem zurückgegeben werden. Und die Vorstellung, und da stimme ich völlig mit Frau Feier überein, die Vorstellung, man könnte sozusagen isoliert einen Schnitt machen und Griechenland aus dem Euroraum herausnehmen und es hätte keine Auswirkungen auf die anderen Euro-Staaten und auf den ganzen Rest. Diese Vorstellung ist doch schlichtweg naiv und auch mechanistisch. Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen, weil Sie ja die einzige Politikerin hier auf dem Podium sind. Also was ja auffällt, ist, dass die Grünen und auch die SPD letztlich, wenn es um die Rettungspakete für den Euro geht, immer gemeinsam mit der Regierung stimmen und man dann sozusagen eine große Koalition hat, die von den Grünen bis zur CSU reicht. Und viele Wähler nehmen das ja als alternativlos wahr. Also und haben dann diese Vorstellung, wo ist jetzt eigentlich hier die Demokratie? Also die stellen sich Demokratie vor als die Möglichkeit zwischen inhaltlichen Alternativen, die Sie aber in der Eurokrise gar nicht mehr wahrnehmen können. Da scheint immer der Sachzwang zu regieren. Sehen Sie das als eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland oder ist das eine vorübergehende Ausnahmesituation? Also die Grünen sind eine sehr pro-europäische Partei. Und deshalb ist Ihnen das Anliegen, Vertiefung der Integration, einschließlich Vertiefung der Eurozone, ein ganz wesentliches Anliegen. Und man kann dann nicht als einzelne Partei sagen, ich will aber jetzt die und die Positionen noch in dem Konsens der 17 drin verankert haben, sonst stimme ich nicht zu. Und ich bin sehr froh darüber, dass jetzt in dieser Situation, wo schlichtweg das dann zur Abstimmung steht, was im Europäischen Rat verabredet wurde, dass die Grüne Partei da nicht dem nachhinkt zu sagen, also auf dem Rücken von Europa profilieren wir uns antieuropäisch. Das hat die FDP versucht. Wir denken hier an die Wahlen in Berlin und sie ist diesbezüglich Gott sei Dank gescheitert. Also ich bin sehr froh, dass da die Partei sagt und die Fraktion sagt, wir versuchen, auch die Regierung in eine bestimmte Richtung zu treiben und bei dem Europakt, bei dem Fiskalpakt und der Zustimmung im ESM wurde hart verhandelt über weitere Bedingungen und ich glaube, das ist dann auch ein gutes Beispiel für Demokratie, wenn man dann sagt und wir stimmen dann gemeinsam dafür, um für ein europäisches Projekt die Mehrheit zu haben. Herr Krautscheid, Sie sind der einzige Bankenvertreter, deswegen müssen Sie jetzt, kriegen Sie jetzt alle Fragen ab, die die Bevölkerung sich schon immer zu dem Thema Banken gestellt hat. Das Erste, was ja auffällt, wenn man sich jetzt nochmal zurückerinnert an die Ursachen der Krise, ist ja, dass in vielen Ländern die Krise zunächst eine Bankenkrise war, keine Staatsschuldenkrise. Also es gilt für Irland, es gilt für Spanien, da waren die Banken überschuldet, nicht der Staat. Das wurde ja vorhin in der ersten Runde auch schon mal besprochen. Würden Sie also sagen, dass die Banken versagt haben? Dann wäre es einfach zu lösen. Ja, eben. Nein, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich will an dem Bild. An dem Bild. Bitte? Ja, der harte Tag hat in einem interessanten Gespräch mit Jürgen Trittin angefangen. Also nein, aber genau zu dem Thema übrigens. Ich fange mit dem Bild an, was Roger Bute benutzt hat. Er hat gesagt, das kann nicht funktionieren, dieser Euro, weil das ist nur halb fertig geworden. Das ist aber genau die Frage. Schmeißen wir die Schippe in die Ecke und überlassen diese halbfertige Ruine, wenn man so will, den Abbruchunternehmern, die schon wie die Geier ums Haus rumschleichen, oder bauen wir weiter? Ich bin für Weiterbauen. Ja, und was ist jetzt mit den jetzt, Banken? Jetzt zu der Rolle der Banken. Frau Schreier hat ja schon zum Teil richtig beschrieben. Wir haben Länder, in denen ohne jeden Zweifel eine relativ ausgeglichene Bilanz des Staates, was seine Verschuldung angeht, durch die Bankenkrise in Probleme geraten sind. Das ist in Irland ganz offensichtlich der Fall, das ist zum Beispiel in Spanien der Fall. Hat übrigens nichts mit Zockereien zu tun gehabt, sondern wir erleben in Spanien die Krise von 7 Sparkassen, die schlicht an geplatzten Häuslebauerkrediten kaputt gehen. Nur sollte man sich im Hinterkopf behalten. Aber nehmen Sie das Beispiel Griechenland und da, glaube ich, sind wir da beim Kern unseres Problems. Wenn wir das Haus fertig bauen wollen, dann
muss man zunächst mal eine ehrliche Bestandsaufnahme von der Statik machen. Die ist sehr notleidend, du musst vorsehen. Wir haben von Anfang an Konstruktionsfehler gehabt, sprich es war eine inkomplette Statik, weil wir eine Währungsunion gemacht haben, ohne eine Fiskalunion dabei zu planen. Wir haben uns an die Regeln, die paar, die in Maastricht drin waren, auch noch nicht mal gehalten. Und das Ergebnis ist jetzt, dass durch dieses Verhalten in den letzten 20 Jahren die Wettbewerbsfähigkeit, und da gebe ich in dem einen Punkt Otto Bute recht, sehr weit auseinandergeklafft ist, weil sich manch einer auch darauf verlassen hat, es kann ja nichts passieren. Aber jetzt nochmal die Frage. Also Griechenland zum Beispiel hat eine sehr hohe Auslandsverschuldung, finanziert durch die Banken zum Beispiel hier in Deutschland oder in Frankreich. Ja. Nochmal die Frage, wenn das den Banken 10 Jahre nicht auffällt, dass Griechenland eigentlich faktisch überschuldet ist, haben dann die Banken versagt? Banken und Politik, Banken und Politik lügen sich bei der Staatsfinanzierung seit Jahren augenzwinkernd in die Tasche. Warum? Warum? Griechenland ist das wunderbare Beispiel. Eigentlich hätte die griechische Situation, die Lage des Landes, zu einem Zinssatz weit jenseits von 10% führen müssen. Ja? Das Zinsen ist eine Risikobewertung und jeder wusste, das ist lebensgefährlich. Trotzdem haben wir in unseren politisch gesetzten Spielregeln die Vorgabe, Staatsanleihen werden beim Eigenkapital, sprich die Bank muss Vorsorge treiben, mit Null unterlegt. Das Signal heißt, da kann nichts passieren. Also waren die griechischen Zinsen kurz vor Beginn der Krise bei 3, 4, 5%, nicht bei 15. Nach dem Motto, die werden schon gerettet werden. Das ist übrigens der Beweis dafür, dass wir vom ersten Tag an in der Währungsunion auch in einer Haftungsgemeinschaft sind. Und klar ist, dies hat den Banken genutzt und es hat den Staaten genutzt, weil künstlich die Zinsen niedrig gehalten wurden. Das hat Probleme verkleistert. Und wenn wir diese Statik, ich bin wieder beim Haus, in Ordnung bringen wollen, dann müssen wir uns auch um eine ehrliche Analyse des Risikos kümmern. Und es ist kein Wunder, dass dann diejenigen, die, das ist ja eine Erkenntnis, die die Bürger neuerdings haben in den letzten 3, 4 Jahren, dass ein Staat, jeder Staat, sich alle 3, 4 Monate jemanden suchen muss, der ihm frisches Geld gibt. Und sich dann auch den Staat genau anguckt. Und wenn wir dann wie in Griechenland, was ich für richtig halte, bei den privaten Gläubigern, bei den Banken, bei den Versicherungen 70% Verzicht haben auf die Forderung, muss man sich nicht wundern, wenn sich diejenigen, die den Staaten Geld geben sollen, auch andere Länder genauer angucken. Das ist genau das Problem. Wir haben eine Vertrauenskrise. Da haben die Banken ohne Zweifel einen Anteil dran. Aber ohne eine Veränderung der wirklichen Situation in den einzelnen Ländern wird man daran auch nichts ändern. Nochmal eine Nachfrage. Wenn Sie den Schuldenschnitt in Griechenland richtig finden, man kann ja wahrscheinlich prognostizieren, dass es auch noch einen Schuldenschnitt in Portugal geben wird und wahrscheinlich auch in Irland. Wären Sie da auch dafür, dass man da sagt, okay, Gläubiger, ihr müsst hier ran? Ich bin jedenfalls dafür, dass der Grundsatz, dass die Chancen suchen, im Falle, falls es schief geht, auch für die Folgen gerade stehen, der stärker zur Geltung kommen muss. Ich glaube aber nicht, dass wir in Portugal und anderen Ländern einen Schnitt sehen werden. Gerade Portugal ist für mich ein ermutigendes Beispiel mit enormen Anstrengungen, wo ich sehr dafür bin, dass wir da mit großer, nicht nur Sympathie, sondern auch Hilfe versuchen, denen sehr bald die Rückkehr an die Finanzmärkte, die Kapitalmärkte zu ermöglichen. Ich finde, sowohl Irland als auch Portugal ist ein gutes Beispiel, dass es funktionieren kann. Und dann muss man auch großzügig sein. Ein Aspekt, der ja von Frau Fayer aufgeworfen wurde, war diese enorme Kapitalflucht, die es inzwischen aus Südeuropa gibt. Also das sind ja Hunderte von Milliarden, die da inzwischen abgezogen worden sind, aus vor allen Dingen aus Griechenland und Spanien, aber auch aus Italien, weil eben die Bevölkerung, wie Frau Fayer beschrieben hat, ja Sorge hat, dass dort plötzlich der Euro nicht mehr gelten könnte und man dann wieder mit einer Peseta oder einer Drachme da sitzt, die deutlich weniger wert ist, sodass also alle ihre Ersparnisse ins Ausland bringen. Das destabilisiert ja praktisch alle Finanzmärkte auf beiden Seiten. Das hat Frau Fayer ja auch dargestellt, dass dann hier die Immobilienpreise explodieren. Was würden Sie denn aus der Sicht einer sozusagen der Bankenbranche sagen, wie kann man diese Kapitalflucht stoppen? Nicht durch staatliche Maßnahmen, sondern durch die Wiederherstellung des Vertrauens, dass dieser Euro Bestand hat. Punkt. Das muss man hinbekommen. Dann hat keiner Grund und keine Lust, sein Geld außer Landes zu bringen. Ich möchte, dass griechische vermögende Menschen ihr Geld in Griechenland investieren und nicht in London irgendwelche Häuser kaufen. Das hat für mich mit Europa zu tun.
Das hat für mich mit Europa zu tun. Und deswegen glaube ich, man wird das nicht durch staatliche dirigistische Maßnahmen korrigieren können, sondern es ist ja getrieben von dem Zweifel, auch von einer Form von Spekulation, dass das hier schief geht. Also ist es richtig, dagegen zu halten und zu sagen, wir kämpfen dafür, dass dieser Euro in einer besseren Konstruktion mit mehr Disziplin, mit mehr gegenseitiger Hilfe in Zukunft Bestand hat. Und wenn dieser Zweifel ausgeräumt ist, dann hat keiner Grund, sein Geld aus Angst außer Landes zu bringen. So, jetzt hat sich Herr Butel schon ganz viele Stichworte gemacht. Ich würde ihm deswegen auch gerne die Gelegenheit geben, wieder zu antworten. Man kann ja sozusagen das Podium so ein bisschen so zusammenfassen. Einige, nicht alle, aber einige geben Ihnen recht, dass es ein Wettbewerbsproblem gibt in Europa oder in der Eurozone. Aber wie ja zum Beispiel, was dagegen steht, das hat Frau Fahr ja auch sehr deutlich herausgedrückt, ist, dass ein Euro-Kollaps ja auch für Deutschland enorme Kosten hätte. Beispielsweise würde die Exportindustrie leiden. Und es wäre auch so, dass Deutschland auf einen großen Teil seiner Auslandsforderungen verzichten müsste, weil die also die Länder, die Sie dann sozusagen im Süden vermuten und die ausscheiden, ja ihre Schulden im Euro nicht mehr bezahlen könnten. Ist das etwas, was Deutschland hinnehmen muss? Ist das immer noch das kleinere Übel? Ist das on? No, it's on, yeah. Well, thank you. I don't know where to begin, and I don't know either whether to laugh or cry. Now, Mrs. Fair began by saying that she hadn't been invited, sorry, we English terrible languages, because she was Italian, but because of the excellence of her academic qualifications. I don't know whether there was an implication there that some of the rest of us had been invited because we were British, and that our qualifications were not excellent, but just for the avoidance of doubt, I did study under Sir John Hicks, taught economics at Oxford, and am the author of 5 books on economics, just to remind you. On this question of the fundamental of monetary union, I may be misinterpreted. I both try to analyse and I try to forecast, and the two aren't the same thing. Analytically, I think it's perfectly possible that the euro will survive in its current form and with the current membership. If the countries, the member countries of the euro, wish and will enough of the measures to keep it together, then it can keep together. As an analyst, I think it's simply necessary for me and others to make it clear what that implies. And all I'm saying is it implies two things. First of all, it implies full fiscal and political union, if that's what you want. Fine. And secondly, it implies that those countries that have lost competitiveness, which is those countries in the Southern Bloc, and increasingly, by the way, France as well, are condemned, in my view, not to years, but to decades of appalling economic performance. And it also implies that you, the Germans, and the other Northern Core countries will have to bail out, subsidise the debts of these indigent southern countries. Now, that's what you want, that's fine. It can happen. I'm not saying it can't happen. It can happen if that's what you want. But what you can't do, it seems to me, is pick and choose and say, well, we want the monetary union, but we don't want to pay this money, or, you know, we sort of believe that they're all going to magically, you know, rush back to prosperity. This is just child's play. You've got to be grown up about this. If that's what you want, you've got to be willing to pay the price, and, of course, you can have it if you want it. I personally think that in the end, when push comes to shove, you won't want it. And in particular, the point that's been made about the flight of deposits is absolutely critical, because as people come to doubt more and more that these countries will survive in the euro, there will be a flood of money to German banks. You ain't seen nothing yet. In principle, what will happen is that the whole deposit base of Greece, Italy, Spain, Portugal, and possibly Ireland, and maybe later down the line, even France, will flood to German, Dutch, and Austrian banks, be recycled by the ECB back to these banking systems. Now, what's so delicious about this? Let's just take Greece, for instance. What's so delicious about it is that insofar as this happens, Greek citizens will protect themselves completely against the risk of a Greek exit and default, because they will now own euro deposits
claims on German banks, ex hypothesi, and in the back of that, guaranteed by the Bundesbank and the German government, and so on and so forth. Who will be bearing the risk of a Greek exit and default? Well, I think you all know, don't you? Just look around the room. You lot. And now I ask you, it's all very well with regard to Greece, because Greece is a small country. Are you prepared to accept that with regard to Spain and Italy and the rest? If you are, fine. I suspect in the end, this is where the forecast thing comes in, I suspect in the end you won't be prepared. I mustn't bang on too long. Let me briefly comment on this wonderful concept of it's irreversible. Goodness gracious me. I heard earlier on that my analysis, honed as it was over many years in the groves of academia, was too mechanical. Sorry, I took that as a compliment. I thought that meant it was free of emotion and you actually concentrated on the nuts and bolts and you worked through what everything meant. Irreversible. Like the Holy Roman Empire, like the Soviet Union, like the union between Britain and Ireland in the Treaty of 1801. It said it. Forevermore, our two countries will be... That's what it said in the treaty. Forevermore, our two countries will be united. Didn't stop a civil war just over 100 years later. Forget irreversibility. That is complete and utter nonsense. And as for the idea of Mrs. Fayer, she'll correct me on the pronunciation in a moment, that this can't be done. You can't invent a new currency overnight. All I can say is read the history. There are countless examples of the breakup of monetary unions, including in this area, not very far to the east of here. And there are plenty of examples of countries devaluing. And what's more, I and my company have even written the blueprint for it, which won the Wolfson Prize earlier on this year, quite how a country does leave the monetary union. There's no doubt whatsoever it can be done. The question for Germany, it seems to me, and for the German people is, do you want it to be done? Be in no doubt it can be done. You can have a broken-up monetary union, you can have a partial monetary union, you can stick with what you've got, it's all up to you. Whatever you want, you can have it. It's just that you've got to pay the price. Ja, jetzt würde ich natürlich gerne Frau Fayer die Möglichkeit geben, zu antworten. Sie hat auch schon ganz viele Stichworte, wie Sie sich denken können. Ich würde allerdings gerne noch ein Stichwort auf jeden Fall unterstreichen, was Herr Budel ja sehr stark betont, und ich glaube, das ist Konsens, das war auch schon in der Diskussion in der ersten Runde ja ein Thema, das ist diese Tatsache, dass man eigentlich aus der Schuldenkrise nur rauskommt, wenn es Wachstum gibt. Wie würden Sie sagen, dass man sozusagen mit einem gemeinsamen Euro gleichzeitig diese Wachstumsproblematik angehen kann, die natürlich inzwischen auch Deutschland erreicht, aber natürlich in den südlichen Staaten noch sehr viel stärker zum Problem geworden ist. Also, wenn in Spanien 50% der Jugendlichen arbeitslos sind oder in Griechenland, dann ist das natürlich eine verlorene Generation für Europa und das kann ja auf keinen Fall lange noch so weitergehen. Okay, so of course I have to respond to a number of things. First of all, I did not comment your qualifications. If you want to justify yourself, I think it's your own choice. I never comment on the other qualifications. I just said that you do not judge all Italians based on their nationality or all the Germans based on their nationality or all the British based on their nationality, but I tend to be more open-minded and I judge on merit. Then I certainly have some preference for the type of academic qualifications. I tend to stick to the international ranking. Having said this, let me just say one thing. You know, we can all give a lot of emotional statements, but what I tried to give you was examples and technical arguments. So, I did not hear an example of a true currency union in which there was devaluation. Let me give you an example. When the Austro-Hungarian Empire, that was a true currency union, broke up, then all the money flew to the center, and the Austrian hyperinflation was mainly due to that. All the other countries, say, for instance, Argentina, that were in currency board, they exit on their own. I mean, it was not, I mean, what is called irreversible technology, or if you wanted a technology that it is in its current forms and cannot be changed overnight for a very simple reason. You cannot print overnight a new currency. And so in the meantime, even in Argentina,
where they had their own currency, they had barter for some times when they left the euro. So the dollar area. So no country can print money overnight. That's simply a fact. And so I'm used to reason based on examples and on technical argument. As for, as what it concerns, I mean, in terms of what concerns the money flowing, I mean, there was a lot of confusion. So they were saying that about deposits. So first of all, I'm happy that they repeated what I said, that at the moment, much of the liquidity is flowing from the Mediterranean country to Germany, which is a fact. So if anything, what the operations of the Eurosystems are doing is simply compensating that. So it's simply an accounting. So all the money is flowing to Germany, and in the moment in which they use the target balance or other monetary operations, this is simply to balance that. So, and it's mainly a speculative movement. So, and I prefer that we stick to explain exactly what is happening. The other thing, let me explain a little bit what banks are, because I think I worked quite a lot with banks. So, I mean, banks do their own, I mean, banks do a business, and they are usually institutes that are aware of what they are doing. At least we presume they are aware of what they are doing. So nobody forces them. I'm sorry, but you know, Italians are used to more elegant attitudes. I'm just saying that I presume they know what they are doing. And nobody is forcing them to invest in Spain or in Greece. I think you know, banks did their own choices in the moment in which they did. Now, there was some, how shall I say, there was some suggestions that probably one reason for which money was taken from the taxpayers, including myself, to be put into the Greek government was that because the bonds were sold to banks that did not want to get a reprofile. So this is effectively, this, you can read it, you can map it, not into a country crisis, but into a social crisis. Probably we would not have that debt refrain. So what I told you before is not, it's exactly the opposite. It's not that you should send other money. You should stop bailing out banks. You should stop bailing out countries. You should stop sending money to Greece, Ireland, Portugal, whatever country you want to send it. Just ask for a guarantee, but consider that you are in a monetary union, which means that, I mean, this is something that was sold at the beginning. Money is flowing across the countries. So in the moment in which deposits are flowing to Germany, there must be some monetary compensation in the euro system. That is absolutely normal. This is what is happening in the United States, and nobody is complaining. It's simply money that is flowing across countries. As for the political union, I think it is a good test also for trying democracy, but really democracy to improve the life of different social classes. And it's not a matter of countries again, but it's just where you want to put the money. In whether, as I said, take it from the taxpayer and put it somewhere else. I think it's a good test for democracy. It takes time. I mean, it's having a full federation, fiscal federation. It's very difficult. In the United States, it took very long. I'm not sure that we really need a full fiscal federation. We can just have some intermediate steps. The intermediate steps are there. They can give guarantees to the country that takes these intermediate steps. Again, the redemption fund is saying you give the money in exchange of gold. Let me remind you, probably because you don't know that, Italy has the biggest percentage of gold in the whole euro area, and at the current prices, it can probably cover like a big part of the debt. So it could be a pretty profitable business if you would ask this guarantee back. And I mean, in the end, you know, those are crises of trust. And again, it's much better to use technical tools. Those are the people that really have the credibility to drive the market. Those are the people that really can think about thoughtful solutions. Vielen Dank.
Ich würde gerne an Frau Schreyer, weil sie ja EU-Kommissarin war und deswegen also auch Brüssel gut kennt, nochmal fragen zu diesem Thema, wenn eine Währungsunion auseinanderbricht, wer geht eigentlich zuerst? Also Herr Buttel hat ja auch gesagt, das ist Quatsch, sich vorzustellen, das sei alles irreversible oder nicht mehr reversibel, alles bricht auseinander, Frage ist nur wann. Und wenn man sich, es gibt ja auch inzwischen Studien zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn Währungsunionen auseinandergebrochen sind, wer ist damals immer zuerst gegangen? Und dann stellte sich raus, dass das nicht die armen Länder waren, die Hilfe brauchten, sondern gegangen sind am Anfang immer kleine, reiche Länder. Was sozusagen zumindest einige Forscher zu der Vermutung bringt, wenn hier jemand geht in der Eurozone, dann sind es nicht die Griechen, obwohl viele Deutsche das immer hoffen, dann sind es die Finnen. Und deswegen würde ich mal gerne, jetzt Herr Frau Schreyer hatte ja viel zu tun mit den Finnen während ihrer Zeit als EU-Kommissarin, genauso wie mit den anderen Ländern. Frau Schreyer, glauben Sie denn, dass diesmal sozusagen Lernen aus der Geschichte heißt, dass die Finnen gehen? Oder ist diese, wie gesagt, das ist eine laufende Diskussion. Oder ist es so, dass das alles Quatsch ist und die Finnen an Bord bleiben, obwohl sie eigentlich genau wie Frau Freier das ja schon vorschlägt, ständig Garantien für jede Art von Hilfe verlangen? Also ich glaube, das Denken auf dem Finanzmarkt schlägt hier irgendwie in die politische Diskussion ständig über, dass eine Sucht nach Spekulationen da ist. Wenn es nicht die Griechen sind, dann ist es vielleicht ein reicher Staat, der herausgeht. Ich beteilige mich an diesen Spekulationen in dem Sinne nicht. Hinsichtlich der Frage, irreversibel, muss man das jetzt mit der Zeitdauer des römischen Imperiums vergleichen oder nicht? Ich sage, dass sämtliche Versuche und das Setzen darauf, auch das Finanzmarktsetzen darauf, dass die Eurozone auseinanderbricht, auf die falschen Karten setzt. Und die Frage, was muss man dazu machen, dass die Eurozone nicht auseinanderbricht, auch hier wird wieder mit, jetzt sage ich mal, Schreckensgespenstern jongliert, die meines Erachtens so nicht zutreffend sind. Was muss man machen, um eben wieder Stabilität und zwar Solidität auch in die Eurozone hereinzubekommen? Und viele Sachen sind auf dem Weg. Das ist die Frage der Bankenunion, Bankenaufsicht. Es ist natürlich ein ganz großes Thema, wie verhindert man, dass dann, wenn wieder die Söders mal an der Wall Street waren und dann sagen, Griechenland wird aus der Eurozone herausgeschmissen und er soll austreten, dann bekommen natürlich die Leute einen Schreck und jeder, der irgendwie noch 10.000 Euro in Griechenland auf der Bank hat und seinen Job verliert, geht natürlich hin und sagt, ich möchte das in Euro retten. Also wie bekommen wir das Vertrauen hin, dass es nicht zum Bankrun irgendwo kommt, nur weil wieder irgendeine Spekulationsblase, sage ich mal, losgetreten wird. Also hier muss es natürlich mehr gemeinsame Vereinbarungen geben, aber nicht in dem Sinne, dass jetzt der andere dafür seine Einlagensicherung verliert, sondern wir brauchen da striktere gemeinsame Regelungen. Der erste Schritt ist gemacht worden, das weitere muss auch gemacht werden. Hinsichtlich der Spekulationen, Frau Herrmann, da möchte ich Ihnen auch widersprechen. Es wird keinen weiteren Schuldenschnitt geben für Irland oder für Portugal. Es wurde erkannt, dass das ein Fehler war. Trotzdem muss man natürlich den Finanzmarktsektor an den Kosten jetzt auch der verschiedensten Maßnahmen beteiligen. Dafür ist die Transaktionssteuer, die Finanztransaktionssteuer, ein ganz wesentliches Vehikel. Muss man sozusagen eine Fiskalunion gründen, wo die öffentlichen Haushalte oder was auch immer gepoolt werden? Nein, das ist nicht notwendig. Es müssen nur die Maßnahmen, die jetzt da sind und die gesetzlich da sind und wo das Europäische Parlament sehr strikte Maßnahmen eingeführt hat, die müssen in der Tat umgesetzt werden und zwar von allen Mitgliedstaaten. Und dann meine ich auch damit Deutschland. Auch da muss man sich an die Regeln halten und entsprechende Pläne vorlegen, Stabilisierungsprogramme und kann nicht sozusagen weiter über üppige weitere Ausgabenprogramme nachdenken. Und
hinsichtlich der Frage, die ja heute auch in der ersten Diskussion war, heißt das, man muss viel mehr Souveränität an die europäische Ebene übertragen? Auch da sage ich, das ist nicht notwendig, sondern es muss das, was an Souveränität übertragen wurde, dann auch ernst genommen werden. Ich will ein Beispiel dafür geben. Also als Griechenland dann ja 2004 kam es raus, nicht korrekte Zahlen abgegeben hat. Die Europäische Kommission hat dann einen Vorschlag gemacht, dass Eurostat und die Kommission schärfer prüfen darf. Die Mitgliedstaaten haben es abgelehnt. Erst seit dem Dezember 2004 kann Eurostat selber hingehen und Kontrollen machen. Das Europäische Parlament hat eingeführt in die entsprechenden Regulierungen, dass dann, wenn ein Mitgliedstaat falsche Zahlen abgibt, Sanktionen, finanzielle Sanktionen fällig sind. Also das ist alles möglich und das muss dann auch wirklich ernst genommen werden. Und ich hoffe, dass auch der Bundestag sich dann dafür einsetzt, dass man diese Regeln auf europäischer Ebene, die verabschiedet wurden, auch ernst nimmt und dass auch der Bundestag entsprechend sagt, wir übernehmen auch Verantwortung in dieser Mehrebenen-Demokratie und tragen unseren Teil dazu bei, dass das europäische Projekt stabil ist und eine weitere Zukunft hat. Ja, vielen Dank. Ich muss zugeben, jetzt warte ich noch, werde ich auch Herrn Krautscheid noch mal mit dieser Frage belästigen, die ja bei Herrn Butel zentral ist, nämlich wie soll eigentlich die Eurozone zu Wachstum kommen, wenn gleichzeitig alle Länder im Augenblick ja sparen, überall schrumpft die Wirtschaft durch die Maßnahmen, um die Eurozone zu retten, sie wächst nicht. Überall sieht man eine wirklich gefährliche Deflationsspirale. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Preise sinken, die Löhne sinken. Jeder versucht auf Kosten des anderen Nachbarn in der Eurozone seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Eigentlich kann man sagen, ganz dramatisch, man wiederholt alle Fehler, die man ab 1931 auch schon mal gemacht hat. Sie sind natürlich insofern ja betroffen, weil diese Rezession, die ja in Spanien ungefähr 3% beträgt, in Portugal 3,3%, in Griechenland 7%, in Italien 2,6%, das ist alles dramatisch. Das trifft die Banken ja insofern, als natürlich, wenn die Wirtschaft schrumpft, erst recht viele Kredite faul werden, nicht mehr zurückgezahlt werden können. Also was ist eigentlich jetzt aus der Perspektive der Banken zu tun, damit das mit dem Wachstum wieder funktioniert? Und ich bleibe bei diesem Punkt. Wie kann man sozusagen die südlichen Länder wettbewerbsfähig machen, wenn gleichzeitig Deutschland auf seinem Exportüberschuss besteht? Also zuallererst, weil das so die letzten Wochen ja öfter mal durch die Zeitungen geisterte, ich finde den Vergleich mit 1931 höchst gefährlich. Und ich glaube, wir sind in einer, was die deutsche Gesellschaft angeht, fundamental, Gott sei Dank, anderen stabilen Situationen. Und da sollten wir auch keine Geister wecken, die den einen oder anderen an den Rändern vielleicht fröhlich machen, sondern ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir jede Entwicklung, die aus der Vertrauenskrise Richtung Staaten und Banken auch noch eine Vertrauenskrise Richtung Demokratie werden lässt. Also ich glaube, da sind wir hoffentlich etwas reifer als damals und sind uns einig, was wir wollen. Richtig ist, die besondere Dramatik liegt im Moment darin, dass wir gleichzeitig die Folgen in einigen Ländern von Bankenrettungen erleben, gleichzeitig das erleben, was ich sage, was auch ohne Bankenprobleme irgendwann passiert wäre, nämlich dass die unterschiedlichen Wettbewerbsfähigkeiten und das Verschuldensverhalten der Länder den Euro zu sprengen droht, wäre auch ohne Bankenkrise nur später passiert. Und das Dritte ist, das Ganze kommt jetzt hoch zu einem Zeitpunkt, wo wir gleichzeitig eben eine sehr schwache, in vielen Ländern zusammenbrechende Konjunktur haben. Das gleichzeitig macht die Sache so schwierig. Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten gelernt, dass es einen schmalen, aber richtigen Grat gibt, der zwischen Austerität, reine Austeritätspolitik ist völlig falsch. Ich glaube, da sind wir jetzt langsam etwas schlauer geworden. Aber nochmal, es gibt genügend Unternehmen und wir haben Beispiele aus allen Branchen, die zum Beispiel sagen, wir würden in Griechenland investieren. Zwei Dinge funktionieren nicht, die das behindern. Das eine ist die Angst, kriege ich das, was ich in Euro investiere, in Drachmen zurück? Haben wir gerade darüber gesprochen, Stabilisierung des Systems.
Und das Zweite ist natürlich, sind die örtlichen Rahmenbedingungen, dass ich nicht mehr weiß, ob das Grundstück, auf dem ich gerne was bauen möchte, im Hafen oder anderswo, wirklich demjenigen gehört, der sagt, mein Großvater hat das von seinem Großvater irgendwann auf einem Bierdeckel bekommen, weil es schlicht keine Grundbücher und Ähnliches gibt. So, ich glaube, da ist jedem ziemlich klar, an welchen Rahmenbedingungen wir arbeiten müssen. Gleichzeitig, und das ist kein Widerspruch, wird dieses Vertrauen auch nur dann zurückkommen, wenn einige Staaten deutliche Signale, und sie bemühen sich darum, Griechenland werden wir durch die Troika erfahren, wenn einige Staaten ihr Ausgabeverhalten in eine deutlich andere Relation zu ihren Einnahmen setzen. Da kann man an beiden Schrauben drehen. Und ich finde es richtig, wenn die, die helfen sollen, auch die Erwartung äußern, dass an diesen beiden Schrauben gearbeitet wird. Sowohl bei der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite. So, also ich glaube, dass das Stimulieren von Wirtschaftswachstum möglich ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das Verrückte ist doch, es ist auch durch diese Wahnsinnstender der EZB zu billigem Geld, es ist Geld ohne Ende da. Investoren suchen sichere Möglichkeiten. Warum schleppt alle Welt Geld nach Deutschland und kauft deutsche Staatsanleihen, und sodass wir sozusagen diese verrückte Minuszinssituation haben? Das ist ja kein gutes Zeichen, sondern die Leute kaufen sich eigentlich eine Versicherung für ihr Geld und zahlen dafür eine Versicherungsprämie. Das ist das, was da passiert, und das ist getrieben von dem Misstrauen in andere Anlagemöglichkeiten. Und deswegen glaube ich, wenn das gesamte System durch viele, viele Maßnahmen, die nicht nur der Staat, sondern auch Banken und andere umzusetzen haben, stabiler wird, wird es glaubwürdiger, und dann werden Menschen auch investieren. Nur sparen ist falsch, aber wenn die Möglichkeiten zum Investieren nicht besser werden, durch die Veränderung von Rahmenbedingungen in vielen Ländern, sprich Wettbewerbsfähigkeit, dann wird das schwierig mit dem Wachstum. Ja, erstmal vielen Dank. Sie haben jetzt einen Eindruck bekommen, auch von den Gemeinsamkeiten oder Unterschieden, die hier auf dem Podium sind. Deswegen würde ich jetzt Sie gerne bitten, falls Sie Fragen haben, die doch jetzt mal zu stellen. Ich würde die sammeln. Eigentlich fand ich, hat sich das wohin bewährt, dass alle immer sich vorne in die Mitte stellen bei dem Mikrofon. Das ging deutlich am schnellsten. Ja, gehen Sie einfach zum Mikrofon, stellen Sie sich da in die Reihe. Wir sammeln. Stellen Sie sich immer vor. Das, glaube ich, war ganz interessant, immer zu erfahren, woher wo jemand kommt. Falls Sie eine Frage an einen bestimmten am Podium haben, müssen Sie das natürlich laut sagen. Sonst werden die Fragen verteilt, wenn es keinen bestimmten Adressaten gibt. Okay. Christoph Skupnik von der FU Berlin. Ich habe eine Frage an Herrn Krautscheid. Schön, dass Sie da sind. Ich hätte gerne von Ihnen vier Zahlen. Also das eine wäre die Eigenkapitalausstattung der Deutschen Bank. Die zweite wäre die ungewichtete Aktiva der Deutschen Bank. Die dritte wäre das Volumen der Over-the-Counter-Geschäfte der Deutschen Bank netto. Und als viertes Over-the-Counter-Brutto. Und dann würde ich Sie fragen, wenn Sie diese Informationen gehabt hätten, als junger Mensch, wären Sie dann auf die Straße gegangen? Okay. Good evening. I'm sorry, I don't speak German. I will speak in English. I'm not going to make a question. I just want to do a few comments to you. To Mr. Bootle. What? To Mr. Bootle. No, basically to both of them. Okay. The first thing. you will do it later. The thing is that you're talking about the regulation. You're talking about discipline. That after more than 30 years, we have been assisting to a deregulation, a neoliberal deregulation of the economic system. Also, you are talking about this after the process of financialization of the economy, which this has allowed all this speculation that you have been doing. And this is the thing, no? How you have been speculating, no? Also with the rating agencies, no? Because this is how we are transforming these financial losses in public debt, no? Because it is a thing, no? You are talking that this is like a crisis of trust. This is not a trust. This is not an economic crisis. This is not a thing about competitiveness or growth, no? This is like the neoliberal paradigm. This is the things that you want us to think, no? The thing is, you're talking about growth, then you don't have to apply this
these austerity policies, because if you are doing these austerity policies, we will never leave this situation. Okay. No? This is the thing. And this is also a mechanic recession, no? If you want to say it like that. Also, you are talking about growth. Okay, let's make a redistribution of the work. No, okay. People is working like 10 years, 12 years. Okay, let's make like 6 hours per day, redistribute the work, also the wealthy, also the who will... Thank you very much. I think we got your point. Okay, no, I mean, just... Okay, just in a last sentence, but just one sentence. Okay, just one thing, no? Just one sentence. Okay, this is not financial crisis. It's been transformed into public debt. This is the socialization of all the financial losses. Okay. And we can see this in three axes. This is the last thing, sorry for that. It's like from the financial axe that I mentioned, no? From the market to the states and the populations, from the social to the upper classes and middle classes to the lower classes, no, it's and okay. also territorial, from the central to the periphery country. No, your main idea is that the gains are privatized and the losses are socialized. Okay. Mein Name ist Phil Hill, ich bin hier aus Berlin und bin in der Landesarbeitsgemeinschaft Internationales bei den Grünen. Mir fehlen zwei Sachen ganz besonders bei der Diskussion. Das eine ist das Soziale überhaupt, also das hat der Vorredner auch in einer Weise angesprochen. Lassen wir das erstmal. Aber das andere ist die Frage der Realwirtschaft. Die wird überhaupt nicht angesprochen. Warum, woher kommt es, dass Nordeuropa in die Versuchung kommt, das, was Herr Butel uns vorschlägt, zu tun? Weil dieses Nordeuropa, und ich rede jetzt vom Festland Nordeuropa, ein Gebiet ist, das die besten... Die fortgeschrittenste Industrie und Technik in der ganzen Welt hat und in der Lage ist, also die Welt mit Maschinen zu versorgen, mit Investitionsgütern und eben auch Südeuropa. Das Problem aber, was er anspricht, ist, dass Südeuropa sagt, er wäre... wettbewerbsfähig, wenn es nur seine Währung abwerten könnte. Das haben die 50 Jahre lang gemacht. Okay. Ne? Also die Lire ist von 1,50 zu 1,000 für eine Mark gegangen. Und was hat es genützt? Überhaupt gar nichts. Nee, okay. Gut, das ist auch angekommen, Herr Buhl. Aber der Punkt ist ein Satz noch. Diese Länder haben Ende der 90er Jahre die horrenden Zinssätze zahlen müssen, die sie jetzt zahlen müssen. Ja, wieder. Genau. Und deswegen sind sie in den Euro, damit sie deutsche Zinssätze zahlen konnten. Ja, gut. Ne? Ja, also vielen Dank. Ja. Ich glaube, ich sehe ja hier von vorne, dass es wirklich sehr viele Wortmeldungen gibt. Deswegen fände ich es sehr gut, wenn Sie sich kurz fassen würden und einfach ganz knapp, knallhart eine Frage stellen würden. So, jetzt sind Sie als Nächster dran. Und dann hören wir erst, Hello. My name is Craig Willie. I'm a European affairs writer based in Brussels. I'll do a quick question. There's a lot of talk about increasing competitiveness in the periphery as a solution to the euro crisis. And specifically in France, both Le Monde and Figaro agree that Schröder-type reforms, Agenda 2010, would be the solution. Once those reforms were put in place in Germany, there was a massive increase in both inequality and poverty in Germany. If this is the case, is there a way of this not happening in the periphery, one? Or do you think keeping the euro together means completely undermining the European social model? Thank you. Is there someone you want to put the question to, or is any answer welcome? Maybe Michaela Schreier would be the most logical choice. Ja, mein Name ist Hans-Ulrich Melchert aus Berlin. Ich bin ein banaler Wähler und würde die Damen und Herren auf dem Podium fragen wollen, welche Einschätzung haben Sie hinsichtlich der seit Jahrzehnten ständig steigenden Rüstungsausgaben der europäischen Länder, aber nicht nur dieser, sondern weltweit? Das betrifft A, die Schuldenkrise, B, die Finanzkrise und entlarvend war für mich, dass es unter den Politikern immer einige gibt, die zur Bazooka greifen wollen, um die Krise zu lösen. Fand ich sehr interessant. Okay, das Martial...
Ja, genau. Jürgen ja. Hegemann, ich bin Europa-Enthusiast und hoffe es auch nach dieser Veranstaltung immer noch sein zu können. Eine Frage. Herr Krautscheid hat darauf hingewiesen, dass es, sag ich mal, simpel gesagt, schwierig ist, das Wachstum innerhalb der Eurozone so zu organisieren, dass es hinreicht, um zumindest nicht weiter auseinanderzulaufen, sondern eher zusammenzulaufen in den einzelnen Ländern der Eurozone. Ich unterstelle einfach mal, dass das möglich ist. Ich habe daran größte Zweifel. Ich habe jedoch ein Problem vorher. Die Lösung, wir wollen im Euro bleiben, heißt ja nicht, dass man diskutieren muss, ausscheiden oder nicht ausscheiden, sondern im Prinzip scheint es mir doch so zu sein, dass, auch wenn Frau Schreyer dem widerspricht, der erste Versuch und der zweite Versuch mit der griechischen Teilentschuldung möglicherweise der einzig gangbare Weg ist, um staatliche Insolvenzen in dieser Art und Weise wirklich resolut positiv für diese Länder zu lösen, weil einen anderen Weg scheint es nicht zu geben. Aber dieser Weg der Teilentschuldung, nachdem man vielleicht viele Jahre probiert hat, ob es sich nicht doch vielleicht nur um eine Liquiditätsfrage handelt, aber wenn man dann der Meinung ist, es ist ein Insolvenzfall, dann muss man teilentschulden und zwar möglichst radikal. Und wenn wir alle der Meinung sind, 60% ist eine vernünftige Marge, 60% Schuldensatz des nationalen BIPs, dann müsste Griechenland zum Beispiel auf etwa diesen Wert entschuldet werden. Ich möchte wissen, was da eigentlich dagegen spricht. Ja, vielen Dank. Jetzt hat Frau Berger noch eine Frage. Yes. Und dann hören wir erstmal auf. Mr. Boutel, you say that in a very impressive way, we need to pay our debts. You said you will pay the debt. That's the only thing I'm sure of. The problem is that there is one country in the world, well, there is two, but there is one country who is not paying its debt. It's UK, as the Bank of England is printing money right now to buy a more or less half of the debt of the British government. It's also the same for the US. So I have a very simple question. Do we need to have English as a maternal language in order not to pay our debts? Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Jetzt würde ich einfach mal so anfangen, dass wir von hinten anfangen. Herr Boutel wurde angesprochen, Herr Krautscheid wurde mehrfach angesprochen, Frau Schreyer und Frau Fahrer auch. Wir fangen mal mit den Herren an, ist ja schön sortiert. Herr Boutel. I assure you I'm not a gentleman. let me start with the last speaker who said that I'd said that you must all pay your debts, or maybe I'd said that you should pay our debts or something like that. It is extraordinary, you know. This is, I think, the one reason why I write. I write a lot, actually. And the reason I write is it's so unsatisfactory, events like this, because you actually miss each other. People misinterpret each other the whole time. I didn't say anything about paying your debts. I said, you pay the price, is what I said. You pay the price. In other words, what I meant was, what I said was, this is the grown-up thing to do. In this sense, let me, in the spirit of agreement, say that I very much agree with what Mrs. Schreyer said early on, actually. She said, enough of all this talk about speculation. What we should ask ourselves is what we need to do to keep the euro together. I can agree with that. I can agree with that. Now, I personally don't think it will stay together, and personally I don't think it should stay together, but my point is this. If you want it to stay together, then you've got to, as grown-ups, look at the various issues that need to be tackled and to pay the price. And the price in question, I said, was all about the debts of the peripheral member countries, sorting that out. These countries are not going to pay their debts. You are, the previous speaker said, going to have to, in some sense or other, allow them to write their debts off and to continue that with many years to come because of the uncompetitiveness of these countries. Very quickly, there was a point about currencies. You can't print currency notes overnight. This is absolutely true. I and my company have investigated this at great length. We actually spoke to the printers Delarue, who have printed
a number of countries' currencies, most recently South Sudan, and it took them 6 months. It's perfectly true that if you wish to commission a new currency, let's say a new drachma, it's going to take months. Does that stop you from exiting the euro? No. Simply, in this world, do we need notes in order to have a money? You must be joking. How old-fashioned are you? Have you heard about electronic transfers, credit cards, debit cards, heaven knows whatever else? You don't need notes to have a currency. I assure you, if Greece wanted to get out tomorrow, she could do so, even though she hasn't got drachma notes. On the point about speculation, I've got partly an emollient point to make here, which might make you think I'm a bit of a gentleman after all. That's the sense in which, and not as, I'm afraid as far as you're concerned, because let me say that I think the banks have done untold, not you of course, untold harm in our society, and there's far too much speculative activity. I say this as someone who spent most of his career working in the financial markets. There's far too much totally meaningless and wasteful speculative activity in the markets, and various steps have to be taken, I think, to cut it back. It's disturbing, it's wasteful, the people doing it pay themselves too much. In that regard, I'm fully in agreement, I think, with you. However, I have a warning. Don't imagine that somehow or other the answer to the euro crisis lies here. That's to say, if only you could do something to stop those nasty speculators, put on a transactions tax, then there wouldn't be all this problem about the future of the euro. This is a chimera. Forget it. It's an illusion. If you impose a transaction tax, what would it be? I don't know, 0.25%, 0.5%? Most estimates would put that very much at the top end. 0.1%. If you think a country is going to leave the euro, you think its currency is going to fall by 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. A plausible transactions tax would have no impact whatsoever on speculation about the euro. None. Forget it. Equally, I think it's wrong to blame speculation for this instability. I mean, there are lots wrong with financial markets, as I've started by saying, and they're not the most wonderful people in the world. However, essentially all they're trying to do is to protect their own money. The reason why there are these capital flows is because the European politicians have not done what's necessary, to come back to your point, to make it clear that the euro is going to stay together. And as soon as they do those things, to make it absolutely clear, the expression of your will, if that's what you will, that the euro is going to stay together, then the speculation will stop and the banking flows will reverse. So the problem is with you collectively, the European people, and as your agents, the European politicians. That's where the problem lies. If you want it, do what's necessary to keep it. But there was one question about depreciation, that doesn't help in the long run. Oh, I've spoken enough. Oh, yes. Lots to say about depreciation. Can I just very quickly say that? I love that question. Oh, I love it. It was so German. these countries, have they depreciated so much it's never got them out of trouble in the end? Look at them now. The problem is this. It's the distinction between real things and monetary things. When something has gone wrong that's real, you can't cure it by monetary methods. That's to say, if Greece can't make Mercedes cars, doesn't want to work, can't run a political system, you don't cure those things by bringing in the drachma. Okay? I'm not suggesting that having a currency is a magic cure. But there's a corollary. If something has gone wrong monetarily, you cannot practically cure it by real improvements. And the reason is because of magnitudes. When something goes wrong monetarily, as it has in Greece, costs are out of kilter with Germany by 30, 40, 50%. Now, how much harder are you going to have the Greeks working? How much reform are you going to have? Or in Italy, with Mr. Berlusconi a few years ago, improving the practices of the taxi drivers at Rome Airport. How many of those things are you going to have every year to overcompensate for 30 or 40% loss of competitiveness? It cannot be done. So, a devaluation cannot cure a broken leg. It can't improve your sex life. It can't enable you to make Mercedes cars when you can't do it. What it can do, however, is correct an imbalance between domestic prices and foreign prices, and it can do it instantaneously.
And that's what can't be done any other way. And that's precisely why countries throughout the world have paid very close attention to their exchange rate, including, dare I say it, Germany, while it had the Deutschmark. The Bundesbank was very keen that the exchange rate of Germany should not appreciate too much, and so is your close neighbour, Switzerland. You may have noticed that the Swiss National Bank intervenes on the exchanges to stop the Swiss franc getting too strong. If currencies don't, values don't matter, why should that be? In Asia, that's what China does. It's what Japan does. It's what all countries do. They are keen to keep their currency competitive vis-a-vis their domestic cost and price level. That's the point that can't be done within a monetary union. Greece, Italy and the others can't do it because the currency is fixed. If they're out of the monetary union, at a stroke, they can bring their domestic costs and prices into line with overseas prices through the exchange rate. Will that be the answer to all their problems? No. But it will be the answer to that problem. Okay, thank you very much. Herr Krautscheid, there were some questions for you. ein paar Punkte rauszupicken. Zuerst mal versuche ich sozusagen den Ball zurückzuspielen, ähnlich wie er es gemacht hat zu Herrn Skupnik. Sie haben Ihnen einige Kennzahlen der Deutschen Bank genannt. Eigenkapital etc. Oder haben Sie danach gefragt und haben gesagt, also wenn Sie die als junger Mann gekannt und verstanden hätten, wären Sie ja nicht auf die Straße gegangen. Ich sage Ihnen, ich hätte Sie als junger Mann nicht verstanden und wäre vielleicht deshalb auf die Straße gegangen. Was meine ich damit? Ich habe zwei Aspekte. Das eine ist, ich finde, wir haben in Deutschland, und das sage ich nicht, ich habe da keine Sympathie oder Antipathie, aber ich glaube, wir werden die Probleme, die wir im Moment haben, nicht lösen, wenn wir uns sehr auf diese sogenannten SIFIs, diese großen systemrelevanten Banken, davon haben wir ein oder zwei, vielleicht auch mehr, wenn wir die Landesbanken dazu nehmen, sehr fokussieren. Das eine ist, wir haben einige Probleme, obwohl wir sehr viel und, wie ich finde, auch richtig reguliert haben in den letzten Monaten und Jahren. Es ist eine irre Menge passiert. Ein Thema nicht gelöst, das ist das Thema too big to fail. Das ist nicht gelöst, das sage ich Ihnen ganz offen. Aber ich sage Ihnen auch, wir werden daran weiter arbeiten müssen in Europa. Sie haben nämlich dann zwei Möglichkeiten. Die Deutsche Bank war mal so unter den Top 10 der Banken in der Welt. Es wird nicht sehr lange dauern, dann wird die nicht mehr unter den 30 größten Banken dieser Welt sein. Ganz ohne Emotionalität. Sie müssen sich dann überlegen, welche Alternativen Sie in einem Exportland wie Deutschland haben. Und dann können Sie entweder einem großen Unternehmen in Deutschland sagen, das in China was unternehmen möchte, oder vielleicht sogar in Griechenland. Dabei hilft hier entweder Goldman Sachs oder die Kreissparkasse Märkisch Oderland. Das sind die Alternativen, die Sie dann haben. So, das heißt, ich glaube schon, dass es einen Nutzwert hat, international aufgestellte Banken zu haben. Aber natürlich ist es im Interesse der Deutschen und vor allen Dingen des deutschen Steuerzahlers, dass hier alle Dinge, die mit Risiko zu tun haben, entsprechend abgesichert sind. Da ist viel passiert, vielleicht noch nicht genug, da kann man drüber diskutieren. Aber ich sage auch die Fixierung auf Großbanken. Die ganzen Themen, die wir im Moment haben, sind passiert bei kleinen und mittleren Banken. Ich habe eben die spanischen Sparkassen. Nehmen Sie Dexia, nehmen Sie Bankia, nehmen Sie HAE, IKB und so weiter und so weiter. Alles keine Großbanken, alle nicht systemrelevant. Und trotzdem haben sie uns in große Probleme gebracht. Ich sage also nur, ja, wir müssen uns auch um die Sonderprobleme großer Banken kümmern. Aber glauben wir bitte nicht, wir hätten damit das Risiko wirklich aus dem System geschafft. Das ist zu kurz gedacht. Zweiter Punkt, weil Sie das Stichwort Straße genannt haben. Das ist mir gerade hier wichtig und das ist nicht zynisch gemeint. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, wir haben es in den Zeitungen alle noch so ein bisschen aufflackern sehen, dass die Occupy-Proteste in Frankfurt losgegangen sind, dass das Camp aufgebaut wurde. Und ich sage Ihnen, ich fand das interessant. Ich bin in Frankfurt gewesen, habe gesprochen, wir haben die Leute zu uns nach Berlin eingeladen. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich finde es schade, dass das vorbei ist. Ich sehe nichts mehr. Warum finde ich das schade? Und das ist nicht zynisch gemeint. Ein großes Defizit, und den Punkt hat er eben angesprochen, ein großes Problem scheint mir zu sein, dass wir alle viel reden, schreiben, machen, tun, aber wir haben keinen gesellschaftlichen Diskurs im Moment über die Frage, in welchem Europa wir eigentlich leben wollen. Und dazu gehört die Frage, welche Rolle soll Wirtschaft spielen, welche Rolle sollen Banken spielen. Jetzt ist mir klar, das Wahljahr ist wahrscheinlich der ungünstigste Moment für eine ehrliche Diskussion.
Aber er hat einen wunden Punkt eben getroffen, nämlich die Frage, was ist uns der Spaß wert? Und zwar nicht nur ökonomisch, finanziell, sondern bei dem Thema Transfer von Souveränität, den ich persönlich für richtig und für nötig halte. Denn wer soll, wenn Staaten sozusagen bei der Verschuldung über die Stränge schlagen, eingreifen, wenn nicht eine übergeordnete Instanz? Das müssen wir uns dann in Deutschland gefallen lassen. Und ich sage Ihnen, bei der ganzen Diskussion jetzt um ESM und wer darf was und wer bestimmt mit, wer kontrolliert eine zukünftige europäische Bankenaufsicht, wenn ich das eine oder andere an Tönen, dann nehme ich jetzt nochmal symbolisch Karlsruhe, höre, wie mit dem Europäischen und über das Europäische Parlament geredet wird, dann müssen wir uns nicht wundern, dass dieses Europa bei vielen Menschen negativ besetzt ist. Und ich glaube, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, das sehen manche Bundestagsabgeordnete noch ein bisschen anders, dass wir ein gemeinsames Interesse haben, daran haben, wenn wir denn dieses Haus, ich komme zum Anfang zurück, fertig bauen wollen, dann brauchen wir die Bevölkerung dafür. Wenn man eine Vertrauenskrise überwinden will, muss man viel mit Menschen reden. Das, ich erlebe im Moment viel Streit, viel Diskussionen, rauf und runter, viel Technik. Aber die Frage, was sind wir denn bereit für die Fertigstellung des Hauses selber beizusteuern? Aber da gab es den ganz konkreten Vorschlag, der lautete Schuldenschnitt für alle auf 60% des BIPs und also, da wären Sie ja vorneweg betroffen, nicht? Denn das würde ja die Banken treffen. Das hat zwei Folgen. Das hört sich sehr logisch und rational an. Wir haben es ja einmal geübt. 70% in Griechenland privat, der Staat, die Staatsgläubige haben nichts beigetragen. Aber die Banken, die Versicherungen, jeder, der Griechenland Geld geliehen hatte als Privater, hat auf 70% verzichtet. Nochmal, das Prinzip muss sein, wer darauf hofft, damit Gewinne zu machen, der muss auch am Misserfolg partizipieren. Völlig richtig. Das Dumme ist nur, es hat zwei Folgen. Nämlich diese 70% Verzicht bilden sich natürlich in den Bilanzen dieser Banken und Versicherungen ab. Stichwort Commerzbank, Stichwort HRE, Stichwort Allianz. Jeder, der das Geld ihrer Altersversorgung in Staatsanleihen angelegt hat, durfte bisher verdammt sicher sein, dass er es zurückbekommt. Mit viel oder wenig Zinsen. Und das ist das Drama an dem Haircut Griechenland. Wenn ein Staat Verträge nicht mehr einhält, ich gebe dir dein Geld zurück, dann wird er nicht mehr viele Leute finden, die ihm noch Geld leihen. Das heißt, der Fall Griechenland, da haben wir erstmal alle gejubelt, haben gesagt, prima, Haircut, jetzt geht's denen besser. Aber für die Frage der Staatsfinanzierung und die Frage, welche große Versicherung, die das Geld ihrer Kunden anlegen möchte, gibt denn noch Staaten Geld in Zukunft? Heißt damit eine dramatische Schieflage bekommen. Und das müssen wir bitte im Hinterkopf behalten. Das sieht auf dem Papier, Entschuldung, immer einfach aus. Das kann man mal machen, aber wenn wir es zum Regelfall machen, wird die Frage der Staatsfinanzierung eine dramatische Schieflage bekommen. Und deswegen rate ich es uns, nicht allzu oft auszuprobieren. Ja, vielen Dank. Dann gab es auch Fragen an Frau Schreier. Eigentlich auch vorneweg die Frage, ob das eine gute Idee ist, dass Hollande jetzt die Agenda 2010 von Schröder kopiert und sie Agenda 2014 nennt. Ja, lassen Sie mich erst noch mal sagen, also den Schuldenschnitt fand ich keine gute Idee und Ihr Plädoyer teile ich überhaupt nicht. Von den 100 Milliarden Schuldenschnitt in Griechenland hat jetzt der EFSF circa 70 Milliarden wieder zugesteuert für Bankenrekapitalisierung, den sogenannten Private Sector Involvement Suitena sind über 30 Milliarden. Also das heißt, es ist nur ein kleiner Teil überhaupt geblieben für Schuldenreduktion in Griechenland. Und was das an erhöhten Zinsen für die gesamte Eurozone dann gekostet hat, ist sehr, sehr viel mehr. Also das war der falsche Schritt. Die Finanztransaktionssteuer, Herr Budel, glaube ich auch nicht, dass dieser Vorschlag momentane Probleme löst. Aber das Nette an der Finanztransaktionssteuer ist, es schafft öffentliche Einnahmen. Und die kann man gebrauchen, um die Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Und es ist eine Maßnahme, um in einem Sektor, der bisher keine Umsatzsteuer gezahlt hat, auch Umsatzsteuer in dem Sinne zu erheben. Und es ist insofern ein Vorschlag, der auch zur Steuergerechtigkeit beiträgt.
Hinsichtlich der Frage, welche Maßnahmen müssen denn jetzt gemacht werden, auch von nicht nur von den Staaten, die momentan im Fokus sind, sondern auch insgesamt, um die Wettbewerbsfähigkeit auch von Europa zu erhalten bzw. zu verbessern. Und man muss sich immer im Klaren sein, wir sind in einem ökonomisch globalen dramatischen Umbruch. Also das heißt, es geht die ganze Europäische Union an. Das ist eben gravierend, von den öffentlichen Schulden herunterzukommen. Und es ist natürlich sozusagen fast ein Skandal, dass Deutschland jetzt im dritten Jahr mit positiven hohen Wachstumsraten im Vergleich zu anderen Staaten es immer noch nicht geschafft hat, die öffentliche Verschuldung, den Bundeshaushalt, die Verschuldung auf Null zu setzen. Also hier müssen alle Staaten ran. Und das heißt natürlich nicht nur Austeritätspolitik. Ich nehme das Beispiel nochmal Griechenland. In Griechenland waren im Vergleich zum Durchschnitt der Eurozone die Ausgaben in Prozent des Bruttosozialproduktes nicht so hoch, aber die Einnahmen gravierend zu niedrig. Also, und das ist natürlich ein nicht tragfähiges Konzept, mit ständigen Lücken zu operieren, sondern es müssen schlichtweg die Ausgaben den Einnahmen angeglichen werden, beziehungsweise umgekehrt. Und welche Reformmaßnahmen weiter notwendig sind? Die Europäische Union hat insgesamt ein Konzept verabredet, Europa 2020, mit klaren Zielen hinsichtlich der Frage Armutsbekämpfung, mit klaren Zielen hinsichtlich der Frage Reduktion von CO2-Emissionen, mit klaren Zielen hinsichtlich der Frage erneuerbare Energien. Und dafür brauchen die Staaten natürlich den Spielraum. Ich will das Beispiel erneuerbare Energien noch mal nehmen. Jeder weiß, in Griechenland scheint die Sonne stärker als in Deutschland. Aber die Zinsen für Investitionen sind in Griechenland momentan so hoch und in Deutschland so niedrig, dass es rentabler ist, in Sonnenenergie in Deutschland zu investieren, als in Griechenland. Und das ist natürlich eine Falle, da müssen wir sehen, dass wieder Vertrauen geschafft wird, dass auch private Investitionen wieder in diese Staaten hineinfließen. Und eine ganz wichtige Maßnahme, wir müssen diesen Weg der Konsolidierung dann auch in den Staaten unterstützen, die jetzt gerade teilweise aufgrund, dass sie konsolidieren, von den Ratingagenturen runtergesetzt werden, höhere Zinsen zahlen müssen und durch diese höheren Zinsen der Konsolidierungsweg dann noch gefährdet wird. Also hier ist Solidarität erforderlich. Und ich möchte da jetzt, was ich sonst selten mache, aber Herrn Barroso mal zitieren, der sagt, was wir dringend brauchen, ist eben dann das klare Bekenntnis zu Reformen auf der einen Seite und das klare Bekenntnis zu Solidarität insgesamt, nicht nur in der Eurozone, sondern in der Europäischen Union. Und damit schafft man dann auch wieder politisches und auch ökonomisches Vertrauen. Ja, Herr Krautschert möchte gerne antworten. Ja, nur ein Satz, weil ich habe die Frage eben geschlabbert. Finanztransaktionssteuer, natürlich für Banken ein Riesenthema. Ich bin aber froh, dass Frau Schreier das jetzt ehrlich sagt. Das gehört zum Thema sich in die Tasche lügen. Natürlich ist klar, Politik braucht auch mal was für die Galerie. Und jetzt heißt es, jetzt müssen wir endlich die deswegen sage ich ja, Ihren Punkt finde ich ja ehrlich. Nur dann sollte man davon aufhören und zu erzählen, jetzt endlich müssen wir mal bei denen das Geld einsammeln, die diese Krise verursacht haben. Und dann sagt Gabriel diese Woche, also jeder Bäcker, jeder Metzger muss Umsatzsteuer auf seine Produkte bezahlen und die Banker nicht, bei Aktiengeschäft. Das kann man machen, Steuergerechtigkeit, prima. Aber wenn Sie morgen früh einkaufen gehen, fragen Sie sich, wer die Mehrwertsteuer bezahlt, der Bäcker oder der Kunde. Ist doch selbstverständlich, dass diese Steuer zwar von den Banken abgeführt, aber nicht bezahlt wird. Also hören wir auf, damit zu hantieren. Wenn der Staat sagt, ich möchte mehr Einnahmen aus diesem Sektor generieren, dann ist das völlig in Ordnung. Dann soll man es aber nicht bemänteln als eine Steuerung der Finanzmärkte. Die wird dadurch nicht geschehen. Aber ich finde es fair, wenn Sie sagen, es ist okay, wenn aus dem Sektor Einnahmen kommen. Das ist völlig legitim. Aber zu sagen, jetzt greife ich da endlich mal steuernd ein, das wird nicht passieren.
Diese Steuerfrage ist ja interessant. Frau Fayer hat auch schon ganz viele Punkte sich aufgeschrieben, aber ich würde auch noch mal einen gerne aufgreifen. Das hat ja Frau Schreier auch eben gesagt. In vielen Ländern, und da würde ich Deutschland durchaus dazu zählen, haben wir bei den Staaten kein Ausgabenproblem, sondern ein Einnahmeproblem. Das lässt sich auch klar lokalisieren. Die Reichen zahlen in vielen Ländern deutlich weniger als die sozusagen relativ zu ihrem Einkommen und zu ihrem Vermögen als die Durchschnittsbürger. Die Frage ist, die würde ich gerne an Frau Fayer stellen, aber ich weiß nicht genau, ob das fair ist, ob sie sich dazu überhaupt äußern will, aber ich will sie trotzdem mal in den Raum werfen. Wie kommt das eigentlich, dass auch jetzt bei fast allen Sparprogrammen, die in den verschiedenen Ländern laufen, eigentlich immer die erste Idee ist, dass man die Mehrwertsteuer erhöht und die zweite Idee ist, dass man am besten erstmal die Löhne kürzt. Aber es ist eigentlich selten so, dass man davon hört, dass effektiv die Reichen belastet würden. Also eine Ausnahme ist, aber da gibt es ja jetzt auch schon Rückzugsbewegungen, ist natürlich die Reichensteuer von Hollande von 75%. Aber an der eigentlichen Verteilung von Arm und Reich und auch an der Belastung der einzelnen Gruppen ändert sich in Gesamteuropa wenig. Woran liegt das eigentlich? Oder anders gefragt, wären höhere Besteuerung von Vermögen und Spitzeneinkommen eine Möglichkeit, diesen Konsolidierungskurs, um den es ja hier auch immer ging, voranzutreiben? So, first of all, I think I have a different language than my male partners. And I also had used so far quite much sensibility about mentioning historical facts about other countries, but given that they are mentioning so many facts about Greece, Portugal, Ireland, Italy, then I think I should mention some other facts. Okay, so first of all, so if we want to discuss, I think we should should not invent things, but use really proper arguments. So Mr. Bootle said that it is true that the currency cannot be printed overnight, but we can use credit cards. So a payment system, which is what you need for having credit cards, it takes even longer to be prepared than a currency. Now, we can say, but we can reason and have discussions on things that are not true. But I think it's better to use the correct argument. So a payment system cannot be created overnight, which means that, again, to me, the question of appreciation of depreciation is simply misplaced. There is simply a flow of liquidity across countries. That flow will take place before the announcement of a breakup, if a breakup is going to happen. And that will create big discrepancies. At this particular moment, there is flow of liquidity toward Germany, and this flow of liquidity, in order to keep the balance, needs to be compensated somehow. This is the same mechanism that happens to be in the United States. Okay, so only to talk on the monetary side. Now, on the banking side, again, I'm not sure I understand the problems. So banks are not, are not social animals. I mean, they are private business. And when they do an investment, they are aware of the risks that they take. Okay, so, and they use private money. It's not if Italian banks did not invest in any Greek asset, any Portuguese asset, any Irish asset. Okay, so let me remind you. I don't like discussing unpleasant things for other countries because I have quite good sensitivities, but let me remind you that the stress tests are usually failed by German banks, but never by the Italians. The Italians are usually the strongest bank in the euro area. They never invested in foreign assets. So this is to say that if the banks really want to invest in very good assets, they can do it. Nobody's forcing them to invest in Greece and Portugal and Ireland. And I think he's right. I mean, the big banks have the ability to do that. Probably some reorganization needs to be done in some other banks. But as I said, I don't think they were forced. So this cannot be an argument that they need. I mean, they need assistance for that. They did this with awareness. Coming back to competitiveness. Now I'll come back to your point. Coming back to competitiveness. Again, competitiveness is like liquidity. It keeps changing over time. So somebody before said it is 30 years that
I don't know, some countries are the least competitive ones. I mean, of course, there are differences. What I can tell you is that, I'm just talking about things that I know, is that Italy is the fourth biggest manufacturing country in the world, so it's just behind Germany. In the 2000, Germany was the lowest competitiveness countries in the euro area. So now it is Greece, yes. So we should find a way to rebalance things and to be on a more stable path, okay? So one day it's less competitive one country, another day is less competitive another country. That's the solidarity issue. And what we can do within an area is an insurance. We can put together all our funds and insure against our shocks. You have shocks, we have shocks. The good thing is to have it in the smartest way. There was one thing I wanted to say. Also come back to the debt problems. Why Greece, had the wrong numbers and so on and so forth. I'm afraid to say that the first to break up the pacts was Germany and France in the 2003. And the others just followed the example. And I think this country, I admire the social economic system of this country. I think you were chosen to lead the euro area because you have the best systems among all of them. So you are chosen as an example. And if you give once the wrong examples, I'm afraid you cannot blame the others. As for the missions and as for what is reported from the other countries, let me remind you also that the missions of the Troika that are going to Greece, Ireland, Portugal, very often the leader of the mission is German, and many of the members of the missions are German. So, there is complaint that the truth is not reported correctly, probably you should complain with your own, And then, the very last thing. There was one thing that I wanted to say. The debt. Sorry, the debt. Yes, if the reprofile was done at the beginning, the reprofile of Greece was done at the beginning, the cost would have been very, very minor. The problem is waiting 3 years. And if you want to have a very similar example of what it means not to forgive the debt at the beginning but to wait very long, you can read The Economic Consequences of Peace. I think you have a very good example. Concerning income, as I said, in a currency area, there are countries that can move in terms of their income. So, as it was mentioned, some of the revenues for some of those countries, particularly Greece, were not enough to cover this. I don't think that Greece will suddenly become richer, but certainly, by doing growth reforms throughout Europe, we can get more homogeneous. Okay. Thank you very much. Now, jetzt sind da wieder noch zwei Fragen. Die würde ich gerne noch zulassen. Gibt es noch mehr Fragen? Das ist jetzt Ihre allerletzte Chance. Dann müssen Sie sich jetzt alle dahinter das Mikrofon stellen. Sie können ja gucken, es ist 7:45. Diese Veranstaltung endet pünktlich um 8. Damit jeder noch eine Chance hat, bitte ich Sie wirklich inständig, ganz knappe Fragen zu stellen, damit auch hier auf dem Podium noch geantwortet werden kann. Sonst muss ich das leider nämlich vorher abbrechen. Okay, also die Fragen... Oder kurze Bemerkung. Die Rüstungsfrage, die habe ich aber immer noch auf dem Zettel. Wie bitte? Meine letzte Frage wurde nicht beantwortet, das habe ich durchaus zur Kenntnis genommen, aber das nehme ich hin als Moderatorin. Ihre Fragen gehen vor. Ja, meine Frage wird auch ein bisschen gleich. Also, und jetzt nehme ich keine Zeit mehr weg. No, it's okay. Sie sind dran. Name ist Kostas. Meine Frage wird in gleiche Richtung, die Sie gefragt haben. Aber meine Frage ist ganz einfach. Welche Medizin hat Deutschland als stärkstes Land in Europa für die Südländer vorgeschlagen? Es heißt auf Deutsch sparen. Der Begriff sparen ist doppeldeutig. Es klingt manchmal gut. Austerity ist der bessere amerikanische Begriff, englische Begriff. Das heißt Kürzung. Kürzung der Leute, die 600 Euro Renten haben in Griechenland. 30% und so weiter und so fort. Selbstmordrate sehr hoch geworden.
und so weiter. Ich will nicht die soziale Situation schildern, aber glauben Sie mir, es ist katastrophal. Und das ist die Folge dieser Politik, die eine Frau Merkel und die Bundesregierung durchgesetzt hat. Okay. Mit anderen Worten, die kann ist es möglich, aus solch einer Krise durch eine Austerity rauszukommen? Sie alle haben gesagt, nein, das ist nicht möglich, muss Wachstum. Musste man warten auf Herr Hollande, an Franzosen zu sagen, wir müssen Wachstum haben? Entschuldigung, Herr Krauschild, haben Sie von einem Herrn Keynes nicht an der Universität gehört, dass wenn man Geld rausnimmt aus der Wirtschaft, das kaputt gehen wird? Und jetzt die Frage ist, jawohl, Ulrike, warte mal. Woher soll das Geld herkommen für das Wachstum? Mr. Bull sagt, no credits. Okay. Wo soll das Geld herkommen? Und das ist die Frage. Wenn man Wachstum will, ist nicht der strukturelle Grund, weil es nichts geschieht. Weil es einfach mangelt an Kapital. Dass der Staat das tut, das haben wir gelernt. Wenn die Individuen das nicht kann, das Kapital es nicht macht, muss der Staat angreifen. Und woher das Geld herkriegt, wo ist das Geld her? Wer hat das große Geld, um zu kriegen? Keiner tut das. Keiner hat gedacht, an die Reichen ranzugehen, um Geld zu bekommen, zu investieren, um aus der Krise rauszukommen. So kriegen wir mit Wachstum raus. Nicht mit mehr Sparen. Ja, vielen Dank. Also Sie haben ja zum Teil nochmal die Frage gestellt, die ich gestellt habe, nach den Reichen und vor allen Dingen aber natürlich die Frage nach den Konjunkturpaketen und wer das bezahlen soll. Ja, jetzt als nächstes sind Sie dran. Immer noch Wolfgang Klomp. Frau Herrmann, als simple-minded Economist eine kurze Faktenfrage, wahrscheinlich adressiert an Frau Professor Feier als sophisticated Economist, betrifft den Vergleich USA und Eurozone. Bei der ganzen Diskussion kommt kein Mensch auf die Idee, sich mal die Frage zu stellen, wie lösen unser europäisches Problem andere föderative Systeme mit großen Währungsräumen, zum Beispiel USA oder Schweiz. Ich will nur ein Beispiel nennen. Schweiz gibt Steuerwettbewerb, wollen wir nicht. USA gibt Steuerwettbewerb. USA, die Federal States, da gibt es kein Bailout. Wenn Kalifornien Schwierigkeiten hat, muss es selber lösen. Von Washington gibt es kein Geld. So, aber meine Frage ist folgende. Wir in Europa, wir klopfen uns immer auf die Schulter und sagen, ja, das Haushaltsdefizit der gesamten Eurozone in Relation zum Bruttosozialprodukt der Eurozone ist ja, glaube ich, nur 3% oder 2% oder 4%, ich weiß nicht mehr genau. In den USA ist es doppelt so hoch. Da habe ich meine Frage, als naiver Volkswirt, habe ich die Frage, vergleichen wir da nicht mit Äpfeln und Birnen? Wir setzen das Defizit von Federal Government in Beziehung zum Bruttosozialprodukt der gesamten USA. Müsste man nicht auch die Verschuldung, die Defizite der Federal States einbeziehen? Und die meisten haben keine Defizite. Also wenn ich jetzt die Relation nehme, Verschuldung oder Haushaltsdefizit der gesamten USA, öffentlicher Sektor, in Beziehung zum Bruttosozialprodukt der USA, da käme ich wahrscheinlich auf eine Zahl von 2-3%. Oder irre ich mich da völlig? Oder hat jemand der Experten auf dem Tisch, auf dem Panel da vielleicht die Zahl im Kopf? Das ist meine Frage. Wie hoch ist die Zahl? Oder irre ich mich da völlig in der Annahme? Wenn ich das richtig verstanden habe, das würde ich gerne abbrechen. Die Verschuldung der USA zum BIP sind über 100% und die der Eurozone zum BIP bei ungefähr 80. Für den Gesamtsektor. Und ja, genau. Und da sind alle staatlichen Institutionen inklusive der Sozialsysteme eingerechnet. So, Sie sind. Mein Name ist Cecilia Ramirez, komme aus Oldenburg, Gewerkschaft, Vertreter von Verdi. Wir sind genauso parallel in einem Seminar über die Krise, Euro-Krise. Die erste Sache ist, ich möchte äußern, ich bin nicht zuständig für diese Krise, dass die Banken haben verursacht, zu bezahlen und weder auch für meine Kinder solche Schulden in die Rücken so zu lassen. Ich finde nicht in Ordnung, dass die Banken nicht haften, was haben verursacht und müssen sich einfach Gedächtnis vergessen, was sie haben getan. Das Zweite ist, diese Politik, das treiben jetzt die schwarze und gelbe politische Partei, machen mehr Feindlichkeit, mehr Rechtsextremismus, äußern mehr in Europa. Und in diese solche Europa möchte ich nicht leben. Das ist nicht meine Meinung, was bedeutet Europa für mich. Meine Frage ist, warum sollen wir Leute, die ganz einfachen Leute, Hartz-IV-Leute, immer die Frauen besonders, die verdienen 25% weniger als die Männer in diesem Land, die Weltmeister in Nebenjobs und Minijobs, warum
die ganzen Leute, das gut verdienen in diesem Land, sollen nicht hier auf den Kassel gebeten. Warum sollen sie sich leisten, dass so Unternehmer machen viel Gewinn und sollen sie sich Geschenke das geben? Die Kommunen fehlen viele Sachen für Bildung, viele Sachen für verschiedene Sachen. Und diese Leute gewinnen und machen nicht bessere Job, sondern prekäre Job. Meine Frage ist, warum sollen wir nicht diese Steuerunternehmer und gut verdiente sollen wir nicht mehr bezahlen? Sind 1% von diesem Land, da haben Millionen da verdienen. Warum sollen sie nicht diese Leute haften vor diese und auch die Banken? Weil die Banken fangen wieder mit ihrer ganzen Kreisspekulation und fangen wieder mit dem Verkauf von Wohnungen. Und das ist eine Geschichte, das wiederholt sich und wieder setzen wir als Blöde da, die ganzen normale Leute wie ich, auch Frauen wie ich, auch als vier Leute wie ich. Ja, okay, vielen Dank. Also Ihre Frage war ja eigentlich nochmal die, warum haften nicht die Banken und vor allen Dingen, warum waren auch die Reichen nicht stärker beteiligt? Ja. Ja, mein Name ist Friedrichs. Ich fühle mich so ein bisschen in der Doppelrolle. Einerseits bin ich Sparer. Als Sparer habe ich eben oder teile ich irgendwo bei meiner Geldanlage die Bedenken von Herrn Butel. Aber andererseits habe ich auch die Ziele eben, dass man Europa fertig bauen muss. Naja, und nebenher beschäftige ich mich noch so ein bisschen mit Finanzmarktregulierung, das diskutiere das dann bei Finance Watch in Brüssel. Ich habe vor allen Dingen Fragen an Herrn Krautscheid. In der ersten Runde hatten Sie mal gesagt, dass Sie auch der Meinung sind, dass das Banksystem mehr stabilisiert werden müsste. Bedeutet das nicht, dass man doch die britische Politik unterstützen muss bei der Idee, die Eigenkapitalanforderungen viel höher zu setzen als die Europäer? Es ist doch im Moment so, dass Europäer und auch gerade die deutsche Politik versucht strenge Regulierungen zu verhindern. Und die Engländer sagen so ein bisschen wie die Schweizer, wir müssten eigentlich die Eigenkapitalanforderungen viel höher setzen. Also wenn Sie für Stabilität sind, sind Sie dafür, das höher zu setzen, ist meine Frage. Die zweite Frage ist ganz kurz, da war eben die Diskussion über Schuldenschnitt und nach dem Motto, wer einmal nicht zahlt, dem traut man nicht. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal irgendwann mit Unternehmenssanierung beschäftigt waren oder wenn eine Bank mit einer Bank Unternehmenssanierung verhandelt haben, da gibt die Bank den Kredit nach der Sanierung nicht deswegen, weil sie früher immer Geld gekriegt hat oder eben sie gibt keinen Kredit mehr, weil sie nicht gekriegt hat, sondern in der Praxis guckt man doch, wie die Aussichten sind. Also ich halte das irgendwie ein bisschen für Volksverdummung und ich glaube, eher liegt es dann am fehlenden Vertrauen. Ja, okay, vielen Dank. Also nochmal die Frage nach dem Schuldenschnitt, ansonsten die Frage nach dem höheren Eigenkapital und als letztes. Helmut Schwarz, Berliner Bürger, schönen guten Abend. Es geht um eine Sendung bei Arte vor kurzem, um Goldman Sachs. Sie haben es eben angesprochen. Goldman Sachs hat Griechenland, um in die Eurozone zu kommen, bei einer Kreditverschleierung geholfen. Die gleiche Goldman Sachs sagt, wenn ich entsprechende Mitarbeiter habe, leitende Mitarbeiter, möchte ich die im Ausland unterbringen. Zum Beispiel bei der EZB ist Herr Draghi jetzt, in Italien ist Herr Monti. Ich frage mich dann natürlich, wenn wir sagen, sollen wir demnächst mal ein europäisches Haus bauen, bin ich natürlich sehr unsicher, ob demnächst Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter von Goldman Sachs da arbeiten, wer mit demnächst von Banker regiert. Also die meisten Fragen gingen eindeutig an Herrn Krautscheid. Wir haben das Problem, es ist 7:05. Wir haben hier noch vier Leute auf dem Panel. Das heißt, jeder von Ihnen darf genau eine Minute reden. Herr Krautscheid, Sie müssen jetzt fünf Fragen in einer Minute. Okay, ja, ganz schnell. Eigenkapitalanforderung, wenn man es macht, muss man wissen, dass es nicht ohne Folgen bleibt. Je mehr Eigenkapital ich vorhalten muss, desto weniger Kredit kann ich für die Wirtschaft rausgeben. Das muss man beachten, wenn man es machen will. Zweiter Punkt, bei der Frage Kredit nach Bankrott. Sie haben völlig den richtigen Satz gesagt. Es geht um die Aussichten. Und neues, frisches Geld gibt, wenn die Aussichten gut sind. Dafür müssen Hausaufgaben gemacht werden. Und davon haben wir heute Abend eine Menge geredet, dass einige noch Hausaufgaben machen müssen, um wieder Vertrauen für frisches Geld zu bekommen. Die Personalpolitik der EZB, wer da von wo eingestellt wird, kann ich nicht verbandsmäßig beeinflussen. Ich wünsche mir jedenfalls, dass wir ziemlich viele gute Europäer haben in unseren Institutionen, auch ein paar Deutsche, die das gelegentlich, finde ich, nicht intensiv genug betreiben. Und der letzte Satz an den Kollegen mit Griechenland. Ich sage es jetzt mal genauso schwarz-weiß, wie Sie es gesagt haben, weiß, dass wir beide nur zur Hälfte recht haben und hoffe, dass wir hinterher Kalimera sagen.
Sie haben gesagt, die Lage der Menschen in Griechenland, das ist die Folge der unverantwortlichen Politik von Frau Merkel. Und ich sage Ihnen genauso schwarz-weiß, die fürchterliche Lage vieler Menschen in Griechenland ist aus meiner Sicht die Folge von 40 Jahren unverantwortlicher Politik einer zum Teil korrupten politischen Kaste. Punkt. So, und jetzt müssen wir beide gucken, wie wir da rauskommen. In Griechenland muss sich eine Menge ändern. Ich freue mich über eins. Ich glaube, die Minute ist fast rum. Ich freue mich über eins. Ich möchte, und es ist gut, dass jetzt unsere Zeitungen, unsere Medien voll davon sind. Wir reden immer, wir hätten keine europäische Öffentlichkeit. Es ist gut, dass noch nie so viel in unseren Zeitungen stand, wie es den Menschen in anderen Ländern Europas geht. Und dadurch bildet sich auch Öffentlichkeit. Und ich finde, das ist ein guter Weg, auch ein bisschen mehr Empathie und Verständnis bei seinem Handeln zu haben. Das brauchen wir auch. Das gehört auch für mich zu Europa. Mr. Boudreau, 1 minute. Yes, I'll talk just to one question, namely the issue about ordinary poor people having to pay for the bankers' mistakes. I think this is a fully justifiable reaction, and it's one that people have pretty much everywhere across the West. Certainly in Britain, it's a very, very strong reaction, and the Governor of the Bank of England has spoken very strongly in sympathy for ordinary people. However, I'm not sure that very much comes out of that with regard to public policy, at least for the short term, in the sense that it wouldn't be a good thing, I think, to say, right, you know, the banks caused this, we're now going to bash the banks. Because the unfortunate fact is that we need the banks to bring us recovery. We need the banks to produce bank lending. I do, however, think that bankers have been paid far too much. I indicated that earlier on. And in the West in general, but in America and Britain in particular, we let the banks run riot. Apologies to the gentleman on my left, because he's a very nice chap. I don't want to say anything nasty about his employers. But I think they were allowed to run riot. And let me just say, that I think the traditional Franco-German view of finance was actually closer to the truth. That's to say that it has to be controlled and constrained. And I hope, very much hope, over the next 10, 15, 20 years, that's what we will do. I would want to see a regime in which there was less finance, it was less highly paid, fewer people went into it, and it was more socially responsible. I don't actually think we can get there overnight, and I don't think we can bludgeon the banks into that. And if we tried, I think we might end up with a situation that would worsen the recession, and that's the last thing we should want, particularly from the point of view of the poor people who didn't bring about this and don't deserve what they've got now. Mrs. Faria, one minute. Let me just clarify the issue of the federal federal government in the United States. It's not, I mean, it's different. There is municipality debt, there is debt of each state, and there is the total debt. It works with transfer, so if a state goes bankrupt, the central government takes over and takes care of hospitals, schools, anything like that. Let me remind you one thing, because I always hear the Germans are paying. So the Italians, next year, they have to give 40 billion. So when you are in a union, everybody pays, okay? And then the money is used when one country is hit by a shock. And if you look at the history of the United States, you can see that the shock can hit in Alabama or in Minnesota. I mean, it's the probability is exactly the equal probability. So what you are essentially buying is an insurance. Every country is paying for debt. And in Spain and in Italy, they also have the austerity measure because they have to put up front 40 billions at the beginning of next year. Thank you. And Mrs. Schreier. Ja, zu der Aufforderung, in andere föderale Systeme zu gucken. Also wenn ich in das föderale System der Bundesrepublik Deutschland gucke, da haben wir für die Bundesländer sogar ein Bailout-Gebot. Das heißt, die Bundesländer können dann, wenn sie sich überschuldet haben, auf Finanzhilfe klagen sogar. So weit werden wir in der Europäischen Union nicht gehen können, weil die Solidarität in dem Sinne nicht so groß ist. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, so weit zu gehen, dass wir sagen, wir bleiben zusammen in der Europäischen, in der Währungs- und Wirtschaftsunion und ergreifen dafür die entsprechenden Maßnahmen. Wir werden die City of London nicht überzeugen können, in die Eurozone zu kommen, aber die City of London wird uns auch nicht überzeugen können, auseinanderzubrechen in der Eurozone.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich an alle auf dem Podium noch eine letzte Frage, die man ganz schnell beantworten kann, obwohl sie vielleicht zu komplex ist. Die Eurokrise geht jetzt ungefähr seit 3 Jahren oder seit 2,5, je nachdem, wie man rechnet. Es ist aber schon eine ganz lange Zeit. Wie lange, glauben Sie, dauert es noch, bis die Eurokrise gelöst ist, es also irgendeine Form von Entscheidung gibt? Also egal, ob man jetzt wie Herr Budel sagt, ja, dann ist irgendwie der Euro auseinandergedriftet oder wie Sie sagen, er bleibt zusammen. Aber bis wann, wie lange müssen die Europäer noch damit leben, dass es irgendwie eine Form von Krise gibt? Frau Schreier, eine kurze Antwort, einfach nur eine Zahl. Das kommt darauf an, wie Sie es definieren. Wenn Sie in die Krise in terms of spreads, Zinsspreads definieren, glaube ich, dass das in 2, 3, sagen wir 4 Jahren überwunden sein wird. Wenn Sie davon sprechen, dass die öffentliche Verschuldung abgebaut werden muss, dann haben wir es mit einer Sache zu tun, die alleine für Deutschland mindestens 20, 25 Jahre dauert. Frau Feier, wann ist die Eurokrise vorbei? Said at the beginning, scientists don't do forecasts. I'm not a wizard, I'm a scientist. So I cannot forecast. I can only suggest what should be done, as I said at the beginning, to guarantee your money, not to pay anymore for the others without having any guarantee. What should be the advances to a common future, which doesn't mean we need to have a full political union, but we can share the risks. Mr. Budel, how long will the euro crisis take? I do forecasts, I'm afraid. I think it's a matter of years, but probably not many years. I rather agree with what was said earlier on. 1, 2, 3, 4 years in that period, I think we'll know. It won't be over in a matter of weeks or months. Herr Krautscheid, worauf richtet sich der Bankenverband ein? Die Krise ist vorbei, wenn wir glaubwürdig machen können, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Also wie man wohl zusammenfassend sagen kann, ist es so, dass wir auch im nächsten Jahr eine Veranstaltung zur Eurokrise ganz bestimmt machen können und sie dann noch nicht vorbei ist. Vielen Dank, dass Sie hier waren und jetzt vielen Dank an das Podium. Auch für die doch sehr lebhafte Diskussion, wo sich auch keiner geschont hat. Sie wissen es, es steht im Programm, jetzt gibt es was zu essen oder nennt sich ein Empfang. Herzlichen Dank.